Mahlzeit, Charon, Namen zusammen und kein Ding, Thymon. Ich hoffe, jetzt habe ich alle. Diese Tage, Leute, ne? Diese Tage. Noch schön in brühender Hitze Rasenmähen heute. Macht das einen Spaß. Die Sache ist, ich habe keine Ahnung, was für Lieder ich von dir abspielen soll, mein Lieber. Von daher suche ich mir einfach raus, was am schönsten klingt. Eine Katze, die sich in der Sonne entspannt. Klingt gut nach einem super Musiktitel. Klingt entspannt auf jeden Fall, jopp. Ich präsentiere den alternativen Drink für heute, Leute. Zumindest eine Buddel. Weil man mal nicht was Süßes trinken will, sondern eher was Herziges. Finde ich so eine Fassbrause gar nicht mal so schlecht. Ist chillig, das Lied auf jeden Fall. Fehlt nur irgendwie ein weiteres Instrument für meinen Geschmack. Ich frage mich, ob Ping Ping heute so weitermacht. Keine Ahnung. Haben schon 9% Frames verloren durch diese ganze Zuppelei hier. Jetzt mal kurz sehen, ob ich noch den. Ob ich LTE und DSL noch anhabe oder nur LTE. Nee, DSL ist an. Na gut, jetzt läuft der Stream schon. Mal gucken. Wenn das so weitergeht, vielleicht kann ich dann zwischendurch DSL einmal kappen und hoffen, dass es besser wird, aber jetzt gerade. Nein, ich spreche es nicht laut aus. Wenn ich Dinge laut ausspreche, dann wird Ping Ping hellhörig und alles geht wieder in die Brüche. Nein, ja gut, die Dörfer passt auf jeden Fall, das stimmt. Kann ich machen, Melli. Mein Holzschreibtisch lässt das locker so. Dann grüße ich noch weiter in die Runde rein, bevor wir jetzt anfangen. Hallo Roger, hallo Lifili und ich glaube, euch anderen vier hatte ich ja schon. Von daher, ha, sind wir schon durch. Ich tippe mal, die Sonne treibt nach draußen. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut, ich bin ja mit meinem Heuschnupfen wahrscheinlich auch eher der Sonnenfeind. Ja, das stimmt. Im Vergleich zum Mini-Eintippen auf dem Smartphone oder so kann ich mir gut vorstellen, dass es besser ist am PC. Ja, sowas Entspanntes ist heute genau richtig. Was haben wir denn noch Schönes? Ein metallener Fußboden blockiert den Weg. Ist immer wieder schön, wenn man die Dinger einfach mal übersetzen tut, die OST-Namen. Wie gesagt, Alex, wenn der PC nicht mehr mitspielt, musst du ihn mal neu aufsetzen. Dann kannst du wenigstens davon ausgehen, dass danach alles wieder läuft. Kenne ich nur von mir so. Macht echt Spaß, wenn irgendwann die Kinkerlitzchen anfangen, den PC so zu verlangsamen oder solche Dinge. Und nachher hat man dann so ganz tolle Probleme, wo dann auf einmal Sony Vegas nicht mehr startet oder zum Beispiel hier die Stream-Software im allerbesten Fall. Von daher, dann spätestens dann muss man neu aufsetzen in meinem Fall. Weil sonst kann man ganz schlecht weiter Videos schneiden. Ganz, ganz schlecht. Der Monitor war selber schuld. Im Sinne von kaputt oder Stromschwankung oder woran lag's? Weißt du das jetzt? Das weiß ich nicht, Alex. Bin ich nicht sicher. Apropos, wo du es gerade noch erwähnst. Thymon, ich hatte das Lied jetzt rausgesucht. Du hattest jetzt zwei Sachen ja gewünscht, weil zwei bis jetzt das Maximum ist oder war. Moment, ich mach mal vier Stück rein. Zwei Wünsche sind zu wenig. Ich mach mal vier Stück rein, dass ihr noch ein bisschen was schreiben könnt, wenn ihr wollt. Wo haben wir's denn? Hier. So.
4, 5 Stück. Ich hatte mal geguckt, dein erster Wunsch war ja Legend of Firgail, oder wie ich es auch immer aussprechen soll, und davon gibt es nur ein Intro-Theme auf YouTube, also wenn es nur ein Lied ist, dann ist es etwas problematisch für mich, damit so circa bis zu 20 Minuten Zeit zu füllen, außer ich packe es auf Endlosschleife. Hm. WB, Charon. Ach, wenn das nicht so... Wenn diese blöden Flaschen nicht immer so klein wären, keine Ahnung. Ich trinke das Zeug hier so gerne, aber es ist immer nur diese üblichen kleinen normalen Bierfläschchen. Wenn man da mal so einen richtig schönen tiefen Schluck nehmen will, ist die halbe Buddel schon leer. Damit übersteht er wahrscheinlich den Abend länger, Melli, vermute ich mal. Hm, okay, Roger. Astro-Tümon, okay, dann nehme ich es erstmal wieder raus. Hm, wo habe ich es denn? Da. Da wäre ich vorsichtig mit der Gleichung, Melli. Desto mehr Pizza im Magen, desto eher müde. Muss man eine ganz neue Gleichung aufstellen. Mehr Pizza ist gleich Chance, dass Müdigkeit steigt, proportional irgendwas ansteigend. Ach, keine Ahnung. Ich und Gleichungen. Ich habe sowieso schon wieder alles vergessen, wenn es darum geht, irgendwelche schönen Kurven und so einen Kram in ein Koordinatensystem, in einen Graphen einzutragen. Was denn hier löschen? Hm, ein Lied machen wir noch. Sushi ist auch geil. Nur nicht allzu billig kaufen von der Qualität her, dann schmeckt es manchmal nicht so richtig gut. Hm, ich kann nachher nochmal reinhören, Tymon. Aber wie gesagt, lässt sich dann halt schwer in die Länge ziehen. Okay, wenn ich es schaffe, Death Road Musik für eine halbe Stunde abzuspielen, dann kann ich vielleicht auch deinen Song da auf eine halbe Stunde spielen, aber naja, das ist halt Geschmackssache dann wahrscheinlich, ne? Ja, 2 Minuten Song, lassen wir auch durchlaufen, dann fangen wir an. Hallo Leafili! Hallo Strichcode! Danke Alex, aber schneiden Lieder kann ich auch, das ist nicht das Problem. Ich glaube nicht, dass du das wieder los wirst. Gut, Melli, ich weiß jetzt nicht, wo du aufgehört hast. Ich bin aufgrund von Cluster Truck und Curious Expedition von den letzten Streams ein bisschen im Hintertreffen. Ich glaube, lasst mich nicht lügen. Moment, ich schau mal ganz kurz nach. Da. Also ich bin gerade am Stream vom 12.05. Das heißt, es fehlen noch wenigstens 2 Zero Escape Streams. Wir hatten, ja, die 11 fehlt, die 12 fehlt, die 13 fehlt. Ja, 3 Streams bis zum 26. letzte Woche dann. Dazwischen ist noch einmal Death Road gewesen und einmal Cluster Truck und Gun Home als Wunsch auch für Tymon. Das heißt, ab jetzt können wir alle offiziell Tymon ignorieren. Er hat seine beiden Wünsche bekommen, also passt. Jetzt ist die Wunschzeit vorbei. Na schön, so. Kann ich einen Barcode-Command für Leafili machen? Da muss ich mir auch noch irgendwas ausdenken, wenn das überhaupt, wenn sie es überhaupt möchte. So, wo habe ich es denn? Jetzt habe ich schon wieder alles hier zu. Zero Escape. Zumindest läuft Steam schon mal. Zacka.
Da fällt mir ein, ich muss noch den Text nachher kopieren für den Endscreen. Aber gut, das ist was anderes. Ich bin mal wieder super vorbereitet, wie man sieht. La 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 la. So. Wollte gerade sagen, hat das Ding auch oben aktualisiert? Ja, und es geht gerade so in den Euro-Beitrag hinein, wie es aussieht. Gut, wenn's dir gefällt, irgendwann fällt vielleicht was Ordentliches mit Barcode ein, keine Sorge. Oder so ein Kassenspruch, wie von Alex es gerade meinte. So. Dann gehen wir erstmal ins Spiel hinein. Lautstärke müsste eigentlich stimmen, ne? Ja, Lautstärke stimmt. So. Leute! Ja, letztes Mal hatte, ich glaube, Gotik war es, die letzten 8 € draufgepackt. Von daher, der dritte Teil ist fertig finanziert. Darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Danke, dass du es für mich ansprichst. Dann brauche ich nicht keine Eigenwerbung tragen, Belly. Finde ich super. Der dritte Zero Escape-Teil ist fertig finanziert. Der kommt dann direkt hier nach. Fast direkt hier nach, vielleicht als Stream-Projekt. Je nachdem, ob wir vielleicht noch ein Wunschspiel oder sowas zwischendurch einbauen, der dann so 2, 3 Wochen verschlingt, je nachdem. Und ich habe jetzt schon mal das nächste ausgeguckt, was denn so, ich sag mal, vielleicht ganz gut wäre für uns hier, was man denn so als Spendenziel nehmen könnte. Hatte ich ja, glaube ich, schon mehrfach angesprochen gehabt. Und zwar das Jackpox, genau, die Jackpocken. Das Jackbox Party Pack. Dass ich euch einmal ganz kurz einen Steam-Link am besten geben kann. Moment. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt einen Steam-Link gebe, dann müsste. Na gut, habe ich letztes Mal auch gemacht gehabt. Sekunde. Wunschliste, ich und Vorbereitung. Wo haben wir es? Jackbox, da, Shopseite. Wunderbärchen. Melli, ich lese es mir gleich durch. So, Jackbox Party Pack, was ihr euch auch so, upsala, ja, noch interaktiver vorstellen könnt, eigentlich als sowas Schönes wie Cluster Truck. Das ist eine Spielesammlung. Angelehnt an die damaligen You Don't Know Jack-Spiele, falls die wer noch kennt. Ich fand sie. Ist viel zu staubig hier drin. Ich fand sie herrlich. Und da gibt es dann so ganz tolle Trivia-Rätsel oder auch ein. Ist ja weniger ein Minispiel, aber ein. Ich sag mal, ein. What the fuck? Melly, so läuft das nicht! Melly, so läuft das nicht! Nein! Jetzt habe ich immer, jetzt muss ich ja lesen, alles, was du schreibst. Meine Güte, what the fuck? Melli. Ah, jetzt muss ich hier alles erst nochmal aufmachen und gucken, was du geschrieben hast. Und toll, jetzt ist meine ganze Mühe für den Arsch, dann denke ich mir. Damit du dir endlich deine Spiele leisten kannst, Kappa-Boobs. Ja, genau, die Kappa-Boobs. Ich danke dir. Ja, gut, damit haben wir das Thema für heute wieder erledigt. Stream zu Ende, wir brauchen nicht mehr weitermachen. Ich hab, was ich wollte. Oh, fucking hell. Gut, ja. Das heißt, ich muss bis nächste Woche dann Jackbox irgendwie zum Laufen kriegen für euch. Und wahrscheinlich ein paar Testphasen machen. So, was hattest du mir gerade auf Twitch geschrieben, Melly? Melli, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber ich das so umsetzen kann, könnte schwierig sein, weil ich nicht weiß, wie ich mit den Chatbefehlen auf Donations zugreife. Muss ich mich mal ansehen. Aber ich behalte es auf jeden Fall im Hinterkopf. Das ist eine ganz nette Idee. Ja gut. Ich hatte gedacht, dass wenn wir Jackbox zum ersten Mal machen, dass ich dann versuche, Kappe und Abby dafür ranzuholen. Das scheint euch ja relativ Spaß gemacht zu haben, wenn die beiden versuchen, sich gegenseitig den Kopf abzureißen, während ich daneben sitze im Teamspeak und einfach nur vor mich hingrinse. Und ihr könnt da natürlich auch sofort mitspielen, weil das Ding hat auch, genau wie Cluster Truck im Endeffekt, so eine Art. Nicht nur eine Art, ihr könnt mit im Spiel dabei sein, ihr könnt mitspielen, ganz einfach. Nicht mal im Chat irgendwie eintippen oder sowas. Ihr braucht dafür entweder das Programm oder den Link nur auf dem PC, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Könnt ihr einfach drauf zugreifen und mitmachen.
Es können, ich glaube, bis zu 1000 Leute mitmachen, in Anführungszeichen, je nachdem, beziehungsweise 8 direkte Spieler. Guckt euch am besten mal ganz kurz das Video auf Steam an, auf der Shop-Seite. Das ist, da sieht man am besten, was Jackbox wahrscheinlich ist. Willkommen zurück zu Let's Stream Zero Escape Virtues Last Reward. Ich brauche einen Schluck zu trinken und jetzt frage ich mich, wo der Alkohol ist. Ich sehe schon, Melli, wenn du möchtest, dann kannst du gerne bei der Kappe und Abby-Runde dann mitspielen. Wenn du an dem Abend da bist, dann machen wir eine Viererrunde draus. Ich denke, das wäre eine erste gute Partie. Aber ich muss erst gucken, dass ich es zum Laufen kriege, weil ich bin ja etwas Smartphone- und Tablet-los. In dem Sinne weiß ich nicht so richtig. Ich weiß noch nicht, wie man streamt oder wie es genau funktioniert. Aber gut, es hat uns bei Cluster Truck ja auch nicht aufgehalten, ne? So, wo waren wir? Wir waren beim letzten Mal mit Quark und Tenmyoji unterwegs. Meine Güte. Denn Quark hat in diesem schönen Geschichtsstrang hier zum Glück überlebt. Wir haben ihn mit dem... Wir hatten ihn mit dem Gegengift gespritzt, ne? Und danach ist er dann halt wieder aufgewacht und ja, hat die Arme in die Höhe gestreckt und gesagt, mir geht's gut, was habe ich verpasst? Und jetzt sind wir in die chromatischen weißen Türen hineingegangen, nachdem wir Clover vom Axtmord abgehalten haben. Auch wenn es vielleicht keine Axt war, aber wahrscheinlich war es Mord, wenigstens das. Und sind jetzt mit Tenmyoji und Quark in das Director's Office hineingeraten, haben ja schon alle Rätsel gelöst gehabt und wollten gerade wieder gehen. Und was mir eben vom Stream eben erst aufgefallen ist, wir haben wieder einen weiteren Geschichtsstrang hier unten freigeschaltet, Leute, der vorher, glaube ich, nicht zu sehen war. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, der war vorher nicht da. Hallo LeBraun! Nee, ich meine, der Raum war fertig, Melli. Weil hier ging es darum, wie heißt es hier, was war nochmal das Rätsel hier jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, genau, die Buchstaben zu suchen, die halt hier in roter Farbe dargestellt sind, zum Beispiel hier, wenn man die Buddel wegnehmen würde, könnte man das H nicht lesen von hier aus, oder oben der Elch, der da an der Wand hängt, das E, da musste ich erst den Elchkopf hinhängen, entschuldigt, und so weiter und so fort, und der andere Code war, ich hab's vergessen. Aber gut. Nein, wir sind noch nicht rausgegangen. Und es ist auch, glaube ich, hier drin noch nicht allzu viel Story-Technisches mit den beiden, mit Opa und Enkel passiert. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier irgendwas wirklich Hartes, Relevantes war. Wir müssten theoretisch jetzt auf den, auf das Tenmyoji-Ende zusteuern, vermute ich mal. Denn Tenmyoji hat uns hier schon so einiges erzählt. Wenn das nicht das Tenmyoji-Ende ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir sind bereit. Bin ich auch. Los, mach schon. Alright. 3, 2, 1. Sigma zählt immer noch runter, wenn der Schlüssel umdreht. 0! Dann müssten es Pfingstferien sein, oder Alex? Alle haben dann frei. Das ist doch eine schöne, schöne Sache. Ja, so ist gut. Stimmt, ja, genau. No! Wir haben ein Foto von Akane gefunden in dem Raum. Allerdings noch, deswegen kann ich mich wahrscheinlich daran erinnern, keinerlei große Infos dazu gefunden, weil Tenmyoji nicht wirklich dazu was sagen wollte oder konnte oder was auch immer. Ja. Aber gut, dass Akane hier ein Foto rumliegt, das ist natürlich auf jeden Fall von Relevanz für uns. 9! Damn it! Verdammt! What's wrong? I left something in the director's office. Ernsthaft? Du hast also was liegen lassen? Was denn jetzt? What was it? Das Foto wahrscheinlich, oder? The picture. Ja. How could I forget it? Wie konnte ich es nur vergessen? Ja, wir haben es ja da hingelegt, als wir dieses komische Gesichtserkennungsding aktiviert haben. Yeah. I'm going back. Was sagen jetzt die Lautstärke heute? Nee. Ihr sagt ja immer, die Lautstärke ist okay jetzt gerade so, von daher. You two go on ahead to the warehouse. Ich darf mit Quark irgendwo hingehen? Ist das eine gute oder eine schlechte Idee? I wanna come with you. Ich will mit dir kommen. Ich aber auch. Nah, that's fine.
Schon okay. Why don't you head back to the warehouse, Sigma? Warum gehst du nicht mit Quark wieder zum Lagerhaus zurück? The others are probably already waiting. Wahrscheinlich warten die anderen schon auf uns. Gefällt dir LeBron? Zitat von Jordan. Das kam mir, also wenn wir es irgendwo auf System Shock beziehen, ich glaube, dann ist das noch immer am passendsten, habe ich das Gefühl. Das bekannteste Zitat von der Dame. Die Bacon Boobs. Ja, wer ist denn die Bacon Boobs? Oder muss ich jetzt einfach Ausrufezeichen Bacon Boobs reingeben und was soll dann daraus kommen? Soll ich denn eine Preisliste reinschreiben oder wie oder was? Ich kann auch von mir aus dir die Bacon Boobs geben, Alex. Welchen Namen meinst du, Melly? Achso, danke. Okay. Danke dafür. Ich sehe euch beide dann wohl später. Right. Bye, Mr. Sigma. Wirklich? Jetzt geht Sigma vor und lässt die beiden zurück? Ganz ehrlich, das ist... Ach, ich wette, Quark ist nachher schon wieder tot in diesem Geschichtsstrang. Ich sehe es doch kommen. Ich joggte in Richtung der blauen Tür. Nein, sie joggte in Richtung der blauen Tür und dann waren sie verschwunden. Nun, dann werde ich mich wohl auf den Rückweg machen müssen. Holen wir uns mal unseren Aufzug und auf geht's. In dem Geschichtsstrang hier war ja bis jetzt nur Alice tot, ne? Das war ja die Geschichte mit dem Axtmord. Pseudo-Axtmord. Mal gucken, ob die anderen noch so lebendig sind wie sonst auch immer. Es muss so klingen, als wäre Alex der Verkäufer der Bacon Boobs. Ich glaube, das kriege ich hin. Oh, ich habe da eine Idee. Ich habe da eine ganz böse Idee. Moment, am langen, theoretisch imaginären Bart ziehen. Ich habe da so eine Idee. Aber ich muss es mir aufschreiben, bevor ich es vergesse. Moment. Ah, verdammt. Alex... Bacon Boobs, Verkäufer und das geheime Wort oder die geheimen Wörter. Die Frage ist, ob er es kennt oder ob die anderen es erkennen würden oder ob ich es überhaupt erkennenswert machen kann, Tute. Hallo Spotted, Tute. Okay, nochmal von vorn. Hallo Spotted, willkommen zurück. Das ist schön, dass du gleich wieder weg musst. Immer diese mobilen Daten, die am Aussterben sind, das ist echt schlimm. Aber das kenne ich zur Genüge, wenn ich meinen alten Vertrag bedenke von Vodafone. Ich ging ins Lagerhaus zurück, wo die anderen Teams bereits auf mich warteten. Leafili, ist das nicht irgendwie ein bisschen wenig? Da mache ich mit, das ist, keine Ahnung, das ist, wenn es dir gefällt, okay, aber ich habe das Gefühl, das wäre zu wenig, irgendwie unfair. Kay und Luna waren da, Fi mit ihrem immer wieder fröhlichen Gesichtsausdruck und Clover mit ihrer Mordmiene. Und wer auch sonst, Penner des Jahres. In dem Moment, als Dio mich bemerkte, sprintete er hinüber zum rechtesten AB-Room und schob seine Karte durch den Kartenleser. Oh. Nur weil er mich gesehen hat? Ich meine, wir wissen jetzt inzwischen die Motivation von Dio. Ich frage mich nur immer, warum er unbedingt die Karten so schnell oder die Räume, die AB-Räume so schnell öffnen möchte. Ich weiß auch nicht. Liegt's an den Bomben? Ist er der Typ, der die Bomben legt? Wegen seiner Hintergrundgeschichte? Vielleicht deswegen, dass er hier so schnell wie möglich raus möchte und deswegen das Ganze immer hinauszieht. Müsste der längste sein, LeBron, abgesehen von den Wunschliste oder Musikwunsch und solchen Dingen natürlich. Aber der längste persönliche, sehr sicherlich. Alle auf Dio, verprügelt ihn. Als er sich umdrehte, um mich anzusehen, konnte ich schwören, dass ich einen kurzen Blick auf sein schmitzendes Grinsen werfen konnte. There. Happy? Nein. Warum sollte ich jetzt auf einmal froh sein?
This time I waited for you to get back before I opened it. Ach, wie schön! Danke sehr! Hast du mal gesehen, dass ich vielleicht von nicht von einem jungen und von einem alten Sack begleitet werde? Auf die könnte man auch warten. Dieses Mal habe ich auf dich gewartet, bevor ich den Raum geöffnet habe. Jaha! You see, I can be considerate. Siehst du, ich denke auch an meine Mitmenschen, ja. Aber denn Miyoji und Quark sind nicht hier. Yeah, where are they? Wo sind die denn? Ich denke, sie haben etwas vergessen in dem Raum, den wir gefunden haben. Sie sind zurückgerannt, um es schnell zu holen. And they'll be here in a few minutes. Ja, dann werden sie wohl in ein paar Minuten hier sein. No big deal. Ja, macht keinen großen Unterschied. In der Theorie hat er leider recht. In der Praxis wahrscheinlich eher nicht. Während wir warteten, tauschten wir Informationen über die Räume aus, die wir untersucht hatten. Leider schien nichts davon wirklich nützlich zu sein. Niemand von uns hatte etwas Wichtiges gefunden. Und wer ist es hier? No closer to unraveling. Und wir hatten keinerlei Fortschritte gemacht, die ansteigende Nummer an Mysterien um uns herum zu enträtseln. Nachdem die Diskussion vorbei war, saßen wir uns hin und warteten auf die anderen beiden. Punkt, 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 Punkt. Das ist gut, Alex. Meine Fantasie. Vor meiner Fantasie Respekt. Nein, 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 nein. Vor meiner Fantasie muss man Angst haben. Da habe sogar ich Angst vor. Es dauerte nicht lange. Nachdem 20 Minuten vergangen waren, seitdem Dio die Türen geöffnet hatte, Tenmyoji und Quark waren bis dahin nicht in Sicht gekommen. Don't you think they're taking a little long? Denkt ihr nicht, sie brauchen ein bisschen zu lange? Yes, I'm getting worried. Ja, ich mache mir Sorgen. What if something happened to them? Was ist, wenn ihnen was passiert ist? Quark ist schon wieder tot, schon wieder tot, schon wieder tot. Ich werde mal nachsehen gehen. Then I shall accompany you. Na, wer kommt jetzt alles mit? Wir nehmen einen Kay mit. Na, ist schon in Ordnung. Ist okay, wenn ich alleine gehe. Es ist sowieso nicht weit. Just don't look into the abyss too long, or you might become a monster. Wo kommt der Spruch jetzt bitte schön her, Clover? Schau nicht zu lange in den Abgrund, oder du wirst vielleicht in ein Monster werden. Das, ich denke nicht, okay. Schau, ich gehe nur zurück in das Büro des Direktors. Ich bin sofort wieder da, keine große Sache. Okay, wir sehen uns später. Oh je. Ich winkte ihnen kurz zum Abschied und ging aus dem Lagerhaus hinaus. Warum gerade Alma Elmer? Warum gerade sie, meine ich? Ich meine, da gibt es genug andere Charaktere in dem Spiel. Ich meine, selbst Luca ist schlimm genug. Na, Abend Feuerwehrmann. Noch nicht viel passiert, was du verpasst haben könntest. Ping Ping macht heute nicht wirklich mit, Leute. Ich weiß auch nicht. Also wenn die Lags zu heftig werden, müsst ihr Bescheid sagen, dann mache ich Stream einmal ganz kurz aus und schalte DSL weg. Es ist heute ein bisschen sprunghaft. Huh? Das ist merkwürdig. Da ist niemand hier. Das Bild ist auch verschwunden. Denn Miyoji und Quark müssen hier gewesen sein dann. Ich sah mir die Karte der zweiten Etage nochmal an. Sie müssen durch die Tür gegangen sein, die zum Lagerhaus zeigt. Danach sind sie wahrscheinlich durch das Lagerhaus gegangen und durch die blaue Tür zurück zum Fahrstuhl. Ja, das ist wohl eine viel kürzere Route. Auf der anderen Seite allerdings kam ich durch die rote Tür, was ein ziemlich langer Umweg ist. Sieht so aus,
Als hätten wir einander gerade perfekt verpasst. Also, ich hatte gerade eben zwar einen verringerten Ping, aber jetzt gerade... Also ich sag mal, bei mir sehen die Zahlen wieder okay aus. Sonst, es müsste ich jetzt eigentlich wieder fangen, Leute. Warten wir ein bisschen ab. Nun, das war eine Riesenzeitverschwendung. Shit. Ich kann genauso gut zurückgehen, denke ich. Ich packte meine Karte wieder ein und ging in Richtung der Tür, als... ich etwas bemerkte. Da war ein Licht angeschaltet, wo vorher kein Licht gewesen ist. Aha, dieses Ding in der Ecke, was wir letztes Mal nicht benutzt haben. Und namens The Flo, hallo. Warum ist das Ding eingeschaltet? Und was ist das für ein Ding? Wir haben damit vorhin zwar versucht, etwas anzufangen, aber es schien nicht zu funktionieren. Jetzt tut es das offenbar. Ich fühlte eine plötzliche Welle der unerklärlichen, nauseating ist, glaube ich, Übelkeit erregenden, was ist auch mal verdammt Dread? Englische Worte, Leute. Verderbnis, Verderben. Solche Dinge. Also Anspannung, genau. Wie Melly schreibt, Spannung steigt. Das kommt sogar gut hin. Das Licht starrte mich an. Ich schluckte und ging langsam darauf hinzu. Ist ein Teleporter. Die Maschine war jetzt in Armreichweite. Ich streckte meine Hand in seine Richtung. Langsam. So, you finally made it. Okay, ich tippe mal, das ist dann der Mann der alten Frau, also der Forscher, der Kay erschaffen hat? Fragezeichen? Also... Du, macht nix, Flo. Macht überhaupt nix. Also, du hast es endlich geschafft. Nein, du bist... I am Zero. Oh! Hi! Hallo, Zero. I was the one who brought you here. Ich bin derjenige, der euch hergebracht hat. You undoubtedly have as many questions for me as there are stars in the sky. Zweifelsohne habt ihr viele Fragen an mich... Wahrscheinlich so viele, wie Sterne am Himmel stehen. As you can see, however, this is only a recording. Aber wie ihr sehen könnt, ist das hier nur eine Aufzeichnung. I will therefore be unable to directly answer any questions. Aus diesem Grund werde ich nicht in der Lage sein, eure Fragen direkt zu antworten, zu beantworten. Ask if you wish, but I cannot respond. Fragt ruhig, wenn ihr es wünscht, aber ich kann euch nicht antworten. Das würde bedeuten, wenn das hier vielleicht der Erfinder ist, also der Erbauer von Kay, dass derjenige, der diese Anlage hier entworfen hat, entsprechend auch Zero wäre. Zumindest ein Zero, weil wir wissen ja nicht, ob einer aus unserer Gruppe immer noch irgendein Bösewicht ist, abgesehen von Dio natürlich. Aber der Kerl hier kommt mir jetzt gerade in keinem Zusammenhang bekannt vor, von dieser Gestalt aus gesehen. ich überlegte, ob ich vielleicht geben sollte, ihn in Schwinger verpassen sollte, aber entschied mich, dass das spektakulär nutzlos sein würde und hielt meine geballten Fäuste an meiner Seite. Also, wo soll ich anfangen? There are many things I wish to tell you. Es gibt viele Dinge, die ich euch erzählen möchte. But unfortunately, our time is limited. Aber leider ist unsere Zeit begrenzt. As such, the information I can provide is also limited. Und in diesem Sinne sind die Informationen, die ich euch geben kann, genauso limitiert. I have chosen two things of great importance to tell you. Ich habe mich auf zwei Dinge festgelegt, von großer Wichtigkeit, die ich euch erzählen werde. First, I will tell you about termites. Okay!
Reden wir über Termiten. Wer möchte mit mir zum Hornbach fahren, um ein paar Latten zu kaufen, Leute? Ich glaube, das wird passen. Als erstes möchte ich euch über Termiten erzählen. In retrospect, I suppose that's a rather odd thing to say. Nein, wirklich? In Retrospektive ist das wahrscheinlich eine merkwürdige Sache auszusprechen und zu sagen. I imagine you look rather bewildered right now. Ich kann mir gut vorstellen, ihr seht gerade ziemlich verwirrt aus. Perfectly understandable. Natürlich vollkommen verständlich. The person who kidnapped you and threatened you with death is lecturing you about insects. Die Person, die euch gekidnappt hat und euch gedroht hat, mit eurem Tod gedroht hat, will euch jetzt eine Lektion über Insekten erteilen. I suspect it hardly seems fair. Ich denke, ich vermute, das scheint kaum fair zu sein. Nonetheless, this is very important. Trotzdem ist das sehr wichtig. It will determine your fate. Auf eine gewisse Art wird das euer Schicksal entscheiden. So I ask that you listen carefully. Deswegen verlange ich von euch, dass ihr genau zuhört. Jetzt gerade müsste es gehen, Alex. Von den Lex her. Have you ever seen a termite mound? Sonst ladet mal die Seite einmal kurz neu. Vielleicht hilft das. Keine Lex mehr seit 10 Minuten. Ja, 10 Minuten würde ich nicht bestätigen, aber in den letzten paar Minuten sieht es bei mir besser aus, auf jeden Fall. Habt ihr jemals einen Termitenhügel gesehen? They are splendid structures. Some might even call them works of art. Es sind wundervolle Strukturen. Einige würden es sogar ein Kunstwerk nennen. Termites are natural architects, and their mounds are both structurally sound and make excellent use of space. Termiten sind Architekten der Natur und ihre Hügel sind beiderlei perfekt strukturiert und nutzen exzellent, effizient den gegebenen Platz aus. So, are they following some sort of plan as they build? Are there termite blueprints detailing which room goes where? Timon, willst du damit sagen, seitdem Zero aufgetaucht ist, ist Ping Ping auf einmal verängstigt und macht seinen Job? Die Zusammenhänge. Also folgen die Termiten vielleicht irgendeiner Art Plan, wenn sie bauen? Gibt es Termiten-Blaupausen, die genau vorgeben, welcher Raum wohin gehört? No, of course not. Nein, natürlich nicht. Each termite is simply an oblivious cog in a tremendous machine programmed by millions of years of termite DNA. Jede Termite ist einfach nur ein nicht wissendes Zahnrädchen in einer großen Maschine, die im Laufe von Millionen von Jahren in die Termiten-DNA einprogrammiert wurde. It is doubtful an individual termite has any idea what its contributions are helping to create. Es ist zweifelsohne eine individuelle Termite, anzuzweifeln, dass eine individuelle Termite irgendeine Ahnung hat von ihrem Beitrag zu dem, was sie leistet und was sie erschafft. But a human does. Aber ein Mensch weiß das. We can appreciate the elegant forms of their alien cathedrals. Wir können die eleganten Formen ihrer fast schon außerirdischen Kathedralen bewundern. We can see the simple beauty of their perfect functionality. Wir können die einfache Schönheit in dieser perfekten Funktionalität betrachten und sehen. We can understand the splendid planning of their structure. Wir können die wunderbare Planung ihrer Strukturen, ihrer Bauart verstehen. In other words, only an intelligence of a higher order can understand the beauty of what the termite builds. Also willst du damit sagen, nur jemand, der ein höheres Wesen als ich, als Sigma, könnte erkennen, was gerade die Schönheit
an diesem Neuner-Spiel darstellen soll. Ich meine, davon muss man sowieso ausgehen, dass ein Betrachter von außen eher Ahnung hat, was hier abgeht und den Zusammenhang verstehen und vielleicht auch wertschätzen kann, als die Maus, die im Labyrinth hockt und nach einem Ausgang sucht. Mit anderen Worten, nur eine Intelligenz einer höheren Macht kann die wahre Schönheit verstehen, die sich in den Termitenhügeln befindet. Okay. Jetzt bedenkt die Menschheit oder Menschen. Warum sind wir am Leben? Warum lieben wir? Warum gebären wir? Warum erschaffen wir? Woher kommt der Ursprung unserer Kultur? Es gibt viele Theorien, aber keiner weiß die Wahrheit. Auch wir sind unwissende Maschinen in einer gewaltigen Maschine, die von Millionen von Jahren menschlicher DNA geprägt und programmiert wurde. Ich weiß, was ein Falsi ist, aber ich finde die Idee eines Falsi und der ganzen Story von Final Fantasy 14? Ich glaube, 13 war ja das Online-Spiel, ne? Auf jeden Fall, ich kann absolut nichts damit anfangen. Wenn ich zu diesem Teil jemals kommen sollte, ich glaube, das wird ein Hass-Let's Play werden, wahrscheinlich. Ich kann es mir irgendwie nicht anders vorstellen. Ohne Zweifel. Danke, damals 13. Ohne Zweifel könnt ihr nun sehen, könnt ihr jetzt diese Analogie verstehen und sehen, was sie illustrieren soll. Ja, ich will damit sagen, die Menschen unterscheiden sich gar nicht mal so sehr von Termiten. Wir traben einfach so durchs Leben, ohne den großes Verständnis für unser ultimatives Ziel. Man könnte sagen, wir verstehen nicht genau, was wir erschaffen, was wir bauen. Nur eine höhere Form von Intelligenz könnte unser Tun verstehen. Stellt euch mal vor, wie wir für so eine höhere Intelligenz aussehen würden. Es könnte genauso gut sein, dass wir eine Struktur erschaffen und bauen, die so perfekt und so elegant ist, dass wir sie nicht verstehen können. Moment, der Satz ist schwierig, glaube ich. Was auch immer der Fall ist, ist es wahrscheinlich, dass wir diese Struktur gebaut haben in einer Dimension über denen we know since time immemorial, seit ungewissen Zeiten, dass wir sie in einer höheren Dimension gebaut haben als oder seitdem die Zeit anfing, seit Anfang der Zeitrechnung, also oder Anfang der Existenz. Der Satz ist schwierig für mich. Wenn wir den Termiten so stark ähneln, dann ist das, was wir erschaffen haben, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit etwas von wahrer Schönheit. And you are about to catch a glimpse of it. Und ihr werdet einen kurzen Blick darauf erhaschen können. Okay, Roger stimmt mir zu, was Final Fantasy 13 angeht. Oh, sorry. Or have you already? Oder habt ihr das vielleicht schon?
von Quicktime-Events. Melly, willst du mich vorwarnen auf irgendwas? Ich habe nichts gegen Quicktime-Events, solange nicht das ganze Spiel daraus besteht. Was ja zum Glück hier nicht der Fall ist. Nun, das ist erstmal genug zu diesem Thema, denke ich. Consider what I've said. Bedenkt, was ich gerade gesagt habe. Ja, okay. Now, let's move on to the second topic. Und jetzt lasst uns zum zweiten Thema übergehen. Ja, Jezebel, ich denke ähnlich. Ähnlich, aber heutzutage denken ja auch anders in puncto, was jetzt ist, keine Ahnung, ich glaube Final Fantasy 13 Lightning Returns wurde ja, glaube ich, von der Presse gelobt. Von daher, ich kann aber auch nicht verstehen, wie Leute Final Fantasy 12 mögen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich online, dass ich World of Warcraft spiele und weiß, wie Online-Rollenspiele funktionieren, weil ich es lange Zeit selbst gemacht habe. Und das hat nichts mit Final Fantasy zu tun in meinen Augen, aber naja. It is somewhat more immediately meaningful to your life and in fact the lives of several billion other people. Hurra, endlich mal was Wichtiges vielleicht. Es ist vielleicht etwas zeitnahere Bedeutung für euer Leben und um genau zu sein, das Leben von mehreren Milliarden von anderen Leuten. I realize this is rather sudden, but I have a password for you. Hurra, Passwort. Moment. Wo ist das Zettel? Mist, das heißt, ich muss dann nach Acharon theoretisch, wenn er weg ist, irgendwie. Nein, aber ich mag 12 nicht. Und 12 hat dieses komische Targeting-System, wo die anderen Charaktere auf Automode kämpfen. Also wer wahrscheinlich weiß jemand anders, was ich meine. Hier ist der Zettel. Legen wir es erstmal zur Seite schon. Stift. Stift, du musst nicht runterfallen. Das brauche ich jetzt gar nicht. Ja, Roger, das sind die eigentlichen Hauptcharaktere des Spiels, ganz ehrlich. Wie hieß der Hauptcharakter, der eigentliche Hauptcharakter von Final Fantasy XII nochmal? Ich weiß es nicht, weil er so unwichtig war. Ich weiß nicht, wie weit ich gespielt habe. Ich hab's hier liegen. Ich hab's gespielt. Van? Hieß er nicht Van? Also V-A-E-N? Nee, Wahn, genau, Wahn mit Doppel-A. Ja, ich erinnere mich an die Aussprache. Oh, ich möchte ein Pirat werden, ja. Das ist so der unerfolgreiche Bruder von Guybrush Threepwood, habe ich das Gefühl. Ich will mal Pirat werden. Oder von Ruffy, aber dann hat er sich seine Ziele relativ niedrig gesteckt. Nicht der König der Piraten, sondern irgendwann mal Luftpirat. Okay, Charon kann screenshotten, wenn es sein muss. Mir ist klar, dass das alles sehr plötzlich ist, aber ich habe ein Passwort für euch. It is the password to disarm the bomb, numbered one. Toll, die erste Bombe, super. Und die restlichen? Es ist das Passwort, um die erste nummerierte Bombe zu entschärfen. Bombe? Are you ready? Seid ihr bereit? I will only say this once. Seid ihr bereit? Ich werde das nur einmal sagen, also passt gut auf. Ich find's cool oder angebracht und in Ordnung, dass das Spiel einen wirklich auch vorwarnt, wenn die wichtigen Stellen kommen, wo Kay dann zum Beispiel sagt, bevor sie in seinem Ende einen Abgang gemacht haben, wo er sagt, erinnere dich gut daran, weißt du, was ich ihm gesagt habe, erinnere dich gut daran. Da weiß man wenigstens in diesen Spielen, was wirklich wichtig ist, um die Story voranzutreiben. Und was halt neben Informationen ist, klar, wo man zuhören sollte, aber was, ich sag mal, nicht notwendig ist, um das Spiel zu beenden. So in der Richtung. Stimmt, Melly, der hat wahrscheinlich schon dreimal genießt oder so und musste neu aufnehmen. The password to disarm the number one bomb is. Ja, das Passwort, um die Bombe zu entschärfen, ist. BQZ. RGJ. RGJ. Okay. Immer wieder schön, wenn der Stift nicht funktioniert. Warte mal, Bombe 1. Code. BQZ. RGJ DXR.
Okay. Aber einen Zettel behalte ich trotzdem noch in Reichweite. Was schreibst du da, Roger? Hast du das gerade irgendwo gelesen? Weil das wäre katastrophal. Das wäre enttäuschend. Okay, ich habe ein Passwort. Ich hätte keine Ahnung, wovon er da redete. Was für eine Bombe. Haben wir in diesem Geschichtsstrand noch keine einzige Bombe entdeckt? Ernsthaft? Ja gut, ich kann es jetzt nicht mehr zusammensetzen, in welchem Geschichtsstrang welche Bombe wo rumliegt, aber... hatte er gesagt, da waren Bomben? Wenn er... If he'd guessed... Ja, danke, Kradon. Wenn er meine zukünftige Verwirrung bereits erraten hatte bei seiner Aufnahme, dann zeigt er jetzt gerade absolut keine Spur davon. Das ist die letzte Information, die diese Nachricht euch überbringen soll. Allerdings, bevor ich gehe, habe ich eine Warnung für euch. What? Okay, warum? Du kannst keinem deiner Freunde erzählen, was du hier gehört oder gesehen hast. If you do, you will be penalized. Oho. Oho, wenn du das tust, wirst du bestraft werden. Sofort. Okay. I hope we will meet again someday. Das heißt, diese Plattform hat sich nur aktiviert, weil Sigma den Raum alleine betreten hat? Ist das der Grund? Ich tippe mal, das ist das Tenmyoji-Ende, weil er hat schon so viel erzählt in diesem Geschichtsstrang. Und ich bin so oft mit ihm unterwegs. Und ich bin... Es könnte auch das Quark-Ende sein. Ich meine, es ist der einzige Geschichtsstrang, wo Quark bis jetzt am Leben oder bei Bewusstsein gewesen ist. Am längsten und meisten. Kann noch sein. Ich hoffe, wir werden uns eines Tages wieder treffen. We would have much to discuss. Wir hätten sehr viel zu besprechen. Bye, Zero. Warte! Verdammt, du kannst jetzt nicht einfach... Du kannst dich einfach diesen ganzen Mist aus loslabern und dann wieder verschwinden. I found myself. Ah. Jetzt habe ich gerade eine Blockade. Ich bemerkte, wie ich die leere Luft vor mir anschrie. Dann verschwand er. Das Hologramm, ja, ist verschwunden. Tjo. Für was für eine Art Idioten hält er mich? Ich ertappte mich. Danke, Melly, das ist gut. Termiten? Andere Dimensionen? Wie könnte das irgendwas mit unseren Kidnappen zu tun haben? Scheiße. Ich trat gegen das Nahregal. Na, wie viele Minuten haben wir noch? 10! Until Ambidex Game Polling closes. Ja, ich denke, da können wir von ausgehen. Das einzige Passwort nicht. Ich meine, ich habe den ultramagischen Zettel ja hier noch mit... Stimmt, wir haben ja noch ein Dio-Bomben-Passwort, fällt mir gerade ein. Das habe ich auch noch. Das ist genau dieselbe Länge sogar, wie das, was wir gerade bekommen haben. Das könnte sogar bedeuten, dass Dio vielleicht eine andere Bombe gelegt hat als die anderen. Dass man damit vielleicht die eine Bombe auch wegmacht. Wer weiß. Genau, und Milke Voli. Dass das Passwort als K abgenippelt ist. Oder wir alle mit K zusammen abgenippelt sind. Und er Dio freudigerweise umgebracht hat. 10 Minuten noch. Please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline ist die Flasche schon leer. Any non-voting parties will automatically ally. Milky Voli, das Pokémon. Ist das denn so eine Anspielung auf Milky Way? Was ist das denn für ein Pokémon, der die wahrscheinlich so die Schwester-Version oder Weiterentwicklung von Miltang wahrscheinlich. Genau. Das ist die Mega-Entwicklung von Miltang. Milky Voli. Ah, crap. Ich muss wieder zurück. Gibt sowieso keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt, Evoli macht mehr Sinn. Scheiße, ihr habt recht. Ich drehte mich herum, wollte aus dem Raum raus und rannte in Richtung Lagerhaus.
Grandpa! Aha, sie sind da, anscheinend. Look, Mr. Sigma's back! Schau, Sigma's wieder da! Took you long enough. Hat lange genug gedauert. Leck mich, Tenmyoji, wo wart ihr denn bitte schön, hä? Wo sind die anderen? In the AB rooms. Schon in den Räumen drin. Sie sind bereits reingegangen? Ja. Warum nicht ihr beide? Habt ihr auf mich gewartet? Ja. Grandpa said there was something he had to tell you before we voted, no matter what. Opa hat gesagt, dass es etwas gibt, was er dir erzählen möchte, bevor wir wählen, egal was passiert. Nothing that significant. Nichts so Wichtiges. Just wanted to tell you we're going to choose ally this round. Ja, das glaube ich euch auch sofort, wenn ihr es laut ausspricht. Wollt ihr nur sagen, dass wir in dieser Runde Ally wählen werden? That's it. Das alles. Und das wolltet ihr mir auf jeden Fall erzählen? Scheint irgendwie sinnlos zu sein. Ich meine, Worte sind Silber, billig, bringt euch nichts. Ja, ihr könnt mir versprechen, was auch immer ihr wollt. True, but we've got something to back it up. Ja, es ist richtig, aber wir haben etwas, um es zu beweisen. Just hear me out. Hör mir kurz zu. Okay, los, mach mal hinne. Quark and I both have 8 BP. Ja, wir haben beide 8 Punkte. We're already on the home stretch. Wir sind bereits auf der Ziellinie. So what do we need to get to the magic number? Also was brauchen wir, um zur magischen Nummer 9 zu kommen? Well, we need you to choose ally. Nun, wir wollen, dass du Ally drückst. If you do that, it doesn't really matter to us what we pick. Wenn du das tust, dann ist es so ziemlich egal für uns, was wir wählen. Ihr bekommt 9 Punkte, egal ob ihr, oder ihr habt am Ende 9 Punkte, egal ob ihr vorher 2 oder 3 von der Wahl bekommt. Exactly. That being the case, we don't have any reason to betray you. Aus diesem Grund da das der Fall ist, haben wir keinen Grund, dich zu betrügen. And if we both choose ally, we both gain points. Und wenn wir beide Ally wählen, bekommen wir beide Punkte. Zumindest kann ich nicht sterben, wenn ich auf Betray drücke, von daher ist dieser Weg, sag ich mal, gleichmäßig okay. Flowchart sagt, es gibt beide Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt nur, was bringt ein Character-Ending und was nicht? Ich vermute mal, es geht eher so in Richtung Clover, dass wir hier auf Ally drücken müssen, damit Tenmyoji uns vertrauenswürdige Informationen anvertraut, sag ich mal. Ist schon richtig, aber ihr müsst auch bedenken, dass ich Betray drücken könnte. Das würde bedeuten, wenn ihr Betray drückt, dass ihr Betray drücken würdet, um euch selbst zu beschützen. Aber das ist genau der Grund, warum wir dir sagen, wir werden nicht auf Betray drücken. Mhm. Ja. Kann ich euch vertrauen? Of course. Natürlich. Ich bin ein sehr vertrauenswürdiger alter Mann. Okay, dann erzählt mir eine Sache. Lass uns mal sagen, wir tun das und machen beide Ally. Jeder bekommt 2 Punkte. Würde das bedeuten, dass du und Quark ihr hier abhauen könntet, was toll für euch ist. Aber ich würde hier feststecken mit mickrigen 5 Punkten. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht einfach die Nummer 9 Tür aufmacht und uns hier zurücklassen würdet? I can guarantee it. Ich kann es garantieren. Wie? I can give you my word. Oh ja, natürlich. Ich kann dir mein Wort geben. I will not open the number 9 door, even if I have enough points to do so. Nein, aber Quark würde es machen. Er kann es versprechen. Tust du es auch? Ich werde nicht die Nummer 9 Tür öffnen, selbst wenn ich genug Punkte habe, um das zu tun. I swear it. Ich schwöre es. We aren't gonna abandon everybody else just so we can escape. Wir werden nicht alle anderen zurücklassen, nur damit wir hier abhauen können. I swear too. Oh, er tut's auch. Melly, nimm mal das Character Ending, wenn du es mir schon verraten willst, ganz ehrlich.
wir sollten langsam mal versuchen, das Spiel zum Ende zu bringen, sofern wir ein paar Game-Over-Endings überspringen könnten sogar. Von daher, ich tendiere eher Richtung Character-Ending. I promise. Ich versprech's. Hä, Mann. Also alles, was ihr tun könnt, ist es mir versprechen, hä? When I make a promise, I keep it. Wenn ich ein Versprechen mache, dann halte ich es auch. Trust me. Vertrau mir. Please. Bitte. You've got to trust us. Du musst uns vertrauen. Okay, in Ordnung. Ich werde euch vertrauen. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit übrig. 2 minutes remain until Ambidex Game Holding closes. Ja, was meinst du jetzt, ich meine Ally Melly? Im Vergleich zu Betray vorher oder wie oder was? Nein, Roger, nur Leute mit 9 Punkten können durch die Tür laufen. Auch wenn einer anderer die Tür vorher aufmacht, wird ja gescannt, ob man die richtige Punktzahl hat. Ansonsten wird man wieder abgestochen von den Armbändern. Insofern das stimmt, was ich jetzt gerade sage. 2 Minuten. Counting on you, Sigma. Wir zählen auf dich, Sigma. You gotta choose Ally. Du musst auf Ally drücken. You promised. Ich? Du hast es versprochen. Nein, ich habe nichts versprochen. Ich habe nur gesagt, dass ich es tun werde. Versprechen ist was anderes. Versprechen ist was für Fei. Nicht für mich. Damit drehten sie sich um und gingen in den AB-Raum, im zweiten AB-Raum von rechts. Nun, ich denke, ich sollte mich auch in Bewegung setzen. Na denn. Stimmt, Liefeli, das ist richtig. Das heißt, die Situation ist nur kritisch, weil die beiden auf 9 Punkte kommen könnten. Nur deswegen. Oder vielleicht andere auf 9 Punkte kommen könnten. Character Ending ist Ally. Gut, interessant. Können wir noch gucken, ob wir nachher vielleicht interessante Enden noch nachholen müssen. Hatten wir auch mal gesagt. Ich habe aber schon eine Richtung, wo wir nachher hingehen, wenn wir hiermit fertig sind. Ja, genau, eben gescannt, wie Roger schreibt. 1 minute remains until Ambidex Game Polling closes. 1 Minute, in der Sigma jetzt erstmal lang und hart nachdenken muss. Ich musste eine Entscheidung treffen. Sollte ich Quark und Herrn Miyoji vertrauen? Nun, ich konnte ihnen glauben, dass sie mir die Wahrheit erzählten und sie trotzdem immer noch betrügen. Das würde mich zu 6 Punkten hochbringen. Ich wäre damit wesentlich näher an den 9 Punkten dran als vorher. Und Betray zu drücken würde auch garantieren, dass sie nicht abhauen würden ohne den Rest von uns. Ja, schon, Melly, aber ist die Frage, wie lange wir mit dem Spiel noch weitermachen wollen. Solange es Spaß macht, solange es Sinn macht, natürlich, aber es heißt nicht, dass ich alles machen muss auf Biegen und Brechen, wenn wir den Großteil der Story auch so erfahren könnten, theoretisch. Ich meine das nur in Bezug auf, wie gesagt, das Alice-Ending. Alice steht da und hat gewählt. Hurra. Und das war's. Dann war Game Over. Das hat mir sehr wenig Informationen gebracht. Absolut sehr wenig. Ich glaube, beim Quark Game Over ist einfach nur Kay abgehauen. Danach kamen auch keine großen Informationen mehr. Toll. Also die beiden Game Overs, auf die hätte ich zum Beispiel verzichten können, meiner Meinung nach. Betrug schien daher die sichere Wahl zu sein. Aber... Please! Bitte! You've got to trust us! Du musst uns vertrauen! Natürlich muss ich das, wenn der kleine Junge das sagt. Du musst Ally wählen! Das ist so, seine Gestik hier unten, wenn er die Hände so zusammenlegt, keine Ahnung, es erinnert mich bei dem so ein ganz bisschen an Mr. Burns, so im Sinne von, ja, ausgezeichnet, er wird auf Ally drücken. You promised! Nein, habe ich nicht, ich habe es nicht versprochen. Ups, das Auto wollte ich nicht anmachen. Tenmyoji könnte ich einfach so betrügen, aber Quark? Was zum Teufel sollte ich nur tun? 10 seconds remain until Ambidex Game Holding closes. Wenn sie nötig sind, Melly, dann erspielen wir sie natürlich. Aber wie gesagt, auf die ersten beiden hätten wir, glaube ich, verzichten können. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2. Ah, verdammt. Fast verschluckt. Na gut, ich wähle mal auf Ally und hoffe, dass sie sich an ihr Wort halten. Wenn nicht, hoffe ich, dass es mir zumindest Informationen bringt. Hurra, Ally! All eyes, alles Eier. Round 3 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Also heute macht Ping Ping wirklich nicht keinen guten Job. Ich sehe es schon wieder. Zwischendurch ist er... Quark ist die Chaos Digimon. Thank you okay. For your participation. Ambidex Gates now opening. Das Problem ist eher, mit TK konnte ich gar nicht mal so viel anfangen, muss ich zugeben. Er war irgendwie ein bisschen zu blass. Und in der zweiten Season war er dann so zu gut. Meiste Zeit. Of the Ambidex game will now be displayed. Na. Please direct your attention to the results screen. Noch sehr viele am Leben zumindest. So, was haben wir? Alice Phi Dio, Double Betray, war klar. Luna Clover Kay, oh mein Gott, Kay wurde betrogen. Und? Oh, sie haben mich betrogen, die Mistkerle. Dieser Wichser. Double Betray. Clover kommt auf 11 Punkte. Ach du heilige Scheiße. Also jetzt hauen die drei jetzt ab sofort oder wie oder was? Und Kay bereut es wahrscheinlich, dass er auf Ally gedrückt hat. Der wurde von den beiden Damen wahrscheinlich gut geredet. Karin, wer war nochmal? Also Kari, da war glaube ich kein N dran. Kari war okay. Sie waren in der ersten Season natürlich noch blasser als TK, aber danach ging es. Aber das sind so die beiden viel zu guten Charaktere, wie es damals ja so klischee-mäßig Standard war. Ping, Ping. Hörst du auf, Ping, Ping? Los, brav. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Na, wer haut jetzt ab? Dreifache Elf. Hey, ihr Penner! Was zum Teufel soll das? Ich hau euch kaputt! Warum habt ihr mich betrogen? Quark had nothing to do with this. Damit hat Quark nichts zu tun, alles meine Schuld. I made the vote. Ich hab gewählt. Grandpa. Okay, in Ordnung. Warum hast du dann dein Versprechen gebrochen, Tenmyoji? I only promised you one thing. Ja, ich hab nämlich nur eine Sache versprochen. We wouldn't open the number 9 door, even if we got 9 points. Haltet ihr auch euch daran? Das wäre schon mal gut. Das wäre schon mal ein bisschen was wert zumindest. Wir würden die Nummer 9 Tür nicht öffnen, selbst wenn wir 9 Punkte hätten. Was? Also, werdet ihr nicht gehen? Not what I said. Habe ich nicht gesagt. Of course we're going to leave. Natürlich werden wir gehen. Was? Look. Du machst keinen Sinn, alter Mann. See Clover over there? Siehst du Clover da drüben? Was? Er sagt mir nicht. Oh mein Gott, Clover Blowjob Plays. Sehr gut. Ja, Clover ist schon mitten dabei. Sehr gut. Sehr gut. Ja, eben. Wir werden das Tor nicht öffnen. Ist ja nicht unsere Schuld, wenn Clover vorher abhaut. Bruh, bruh, bruh. Oh nein. Jeez. Sie? That bitch. Die Schlampe. Wait. Quark and Tenmyoji have... Quark und Tenmyoji haben auch 9 Punkte. Die Worte waren kaum aus ihrem Mund ausgesprochen, als Tenmyoji und Quark an ihnen vorbeirannten. No! God damn it! Tja. Clover, are you really going to leave? Willst du uns wirklich verlassen? Well, yeah. Duh. Why else would I open the door? Warum soll ich die Tür sonst öffnen? But why? Aber warum? I'm going to go call the others. Ich werde die anderen rufen. So we can capture Zero Senior. Damit wir Zero Senior fangen können. Tenmyoji, are you and Quark going too? Geht ihr beide auch? Yeah. Sorry about that. Tut mir leid. Nicht.
Sorry, everybody. So, Sigma, happy? Sigma, bist du zufrieden? I kept my promise. Ich hab die Tür nicht aufgemacht. Clover opened the door, not me. Tja. Ist zum Teufel, als wenn ich zufrieden bin, alter Sack. Das ist ziemlich beschissener Scheiß hier, Tenmi Oji. You say so. I have to get out of here, and that's that. Ich muss hier raus, und das ist deshalb, so sieht's aus. He's gotta pay for what he's done. Er wird bezahlen für das, was er getan hat. He? Wer ist er? Zero. Zero. You mean you know who Zero Senior is? Du meinst, du weißt, wer es ist? Yeah. No point keeping it a secret now, I suppose. Kein Grund, es jetzt noch ein Geheimnis zu behalten. I know exactly who Zero Senior is. Ich weiß genau, wer es ist. What? Dann erzähl's doch mal. Wären tolle Informationen für ein Ending. The number 9 door has been opened. It will remain open for 9 seconds. Let's go. Come on, guys. Time to move. Yeah, yeah. Right. Oh, wait. Oh, wartet. This is for you, Mr. Sigma. Ach, was gibst du mir denn Schönes? Ein bisschen Kaugummi oder so? Quark hielt etwas zu mir hin. Ein Papier. Ich sah herunter und es waren 2 Stücke gefaltetes Papier. Was ist das? It's a letter. Ist ein Brief. I wrote it in the director's office before the AB game. Ich hab's in dem Büro des Direktors geschrieben vor dem Spiel. I wanted to tell you what kind of guy Grandpa is. Ich wollte ja damit sagen, was für eine Art Opa ist, was für ein Kerl Opa ist. So, read it, okay? Lies das bitte, okay? Das sind unsere Informationen fürs Character Ending. Wow. Ja, warum kann man den Leuten nicht einfach ins Gesicht schlagen, wenn sie versuchen, die Tür zu öffnen? Geht das nicht in diesem Spiel? Er drückte es mir in die Hand. See you later, Mr. Sigma. Bis dann. Er drehte sich um und rannte in Richtung Tür, wo Tenmyoji und Clover ihm dann folgten. Ich war so überrascht von dem Brief, dass ich nicht mal versuchte, sie aufzuhalten. Bevor ich darüber nachdenken konnte, irgendetwas zu sagen. See you. Goodbye. Leck mich. Leck mich. The number 9 door has closed. This ends the nonary game. Thank you for your participation. Das 9er Spiel ist damit beendet, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das heißt nicht, dass man nicht mehr herauskommt. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Escape is not possible. Ja, ja, ist schon klar. Please enjoy your stay. Enjoy your stay. Das klingt so fies, diese Ansagerstimme da in dem Moment. Ja, ja. Shit. Wenigstens ist Dio mit uns auch eingesperrt, Leute. Ist das nicht ein Trost? Nicht, dass er diesmal abhauen kann. Finde ich doch toll. They're gone. Die sind weg. All we can do now is hope they bring help back. Alles, was wir hoffen können, ist, dass sie Hilfe zur Rettung mitbringen, zurück hierher. Indeed. Fürwahr. I agree. Dann lesen wir nochmal das Briefchen. Ich sah herunter auf Quarks Brief und entfaltete ihn langsam. Seine Handschrift war immer noch ein bisschen unausgeglichen, aber er hatte beide Seiten mit seinem Brief gefüllt. Ich begann zu lesen. Ah ja, wenn diese Musik spielt, dann wissen wir offenbar Character Ending. Es war ein wirklich stürmischer Tag, als er mich gefunden hat. Er sagte, der Regen kam so heftig herunter, dass es fast weh tat, aber irgendwie hat er es geschafft, ein weinendes Baby zu hören. Oh je, jetzt kommt die dramatische Geschichte, wie Tenmyoji den armen kleinen Quark gefunden hat und ihn beschützen muss und blablabla. Bitte nicht zu viel Klischee da reinstecken, liebes Spiel. Ich denke, ich muss ziemlich laut geweint haben.
geschrien haben. Er nahm mich mit nach Hause und tat sein Bestes, mich aufzuziehen, aber da er vorher nie verheiratet war oder Kinder hatte, denke ich mir im Nachhinein, dass es ziemlich schwer für ihn gewesen sein muss. Er konnte nicht wirklich die Formel figure out how to mix the formula. Directions around with him? Was? Er konnte nicht wirklich herausfinden, wie man die Formel zusammenmixt. Deswegen trug er die ganze Zeit die Anweisungen mit sich herum. Also ich denke, ich war ein ziemlich wählerischer Esser. So als... Didn't get the water... Moment, water to formula, was? Als er nicht die Wasser zu Formelrate richtig hinbekam, würde ich einfach nicht essen. Ich denke, das war ziemlich nervig für ihn, ha? Das heißt, die beiden sind auch hier drin irgendwie großgezogen worden? Oder ist denn Miyoji der alte Mann, der das ganze Ding hier entworfen hat? Ist er Case Erbauer? Aber er gab nicht auf und jetzt bin ich hier. Als er mich gefunden hat, war ich wirklich, wirklich klein und er machte sich Sorgen, dass ich es nicht schaffen würde. Das ist der Grund, warum er mich Quark nannte. Ein Quark ist ein wirklich, wirklich kleines Ding und ich war auch wirklich, wirklich klein. Opa musste sich allerdings keine Sorgen machen, denn ich schien doch relativ tough zu sein. Als ich ein Jahr alt war, hat er mein... Forgot I was sleeping in the bed. Vergaß er, dass ich im Bett seines Trucks geschlafen habe. Oder Bett ist in dem Zusammenhang hinten die Ladefläche von so einem Pickup-Truck wahrscheinlich. Und ist losgefahren. Ich rollte raus. I rolled out and went off the back. Okay, ich rollte hinaus und fiel hinten hinüber. Aber ich hatte keinerlei Kratzer davon getragen. Nicht mal einen Kratzer davon getragen. Ich konnte, als ich zwei war, konnte ich bereits gehen und als er mal nicht wirklich hinsah, fiel ich die Treppe hinunter. Ich verletzte mich auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Als ich drei wurde, wurde ich wirklich krank. Ich hatte super hohes Fieber für eine Woche, aber irgendwann ging es mir besser. Ich denke, man könnte sagen, ich bin ein ziemlicher Glückspilz. Auf jeden Fall, ich hatte danach nicht wirklich mehr Unfälle und ich war ein sehr gesundes Kind. Zu der Zeit, als ich sechs war, half ich meinem Opa bei seiner Arbeit. Sein Job war es, Ressourcen, was auch immer, von verlassenen Gebäuden zu sammeln. Dann würde er sie wieder reparieren oder die nützlichen Teile herausziehen und weiterverkaufen. Da waren viele verlassene Gebäude, aber den Kram zu finden in ihnen war schwer. Man musste genau wissen, welche Teile nützlich sind oder man würde vielleicht dabei eine Menge Zeit verschwenden. Jedes Mal, wenn ich etwas finden würde, erklärte er mir, was es ist, wie es funktionieren sollte, wie man es repariert, all diese Dinge. Normalerweise dachte ich oder wollte ich einfach nur die Arbeit beenden, so damit ich ins Theater gehen konnte, to the theater oder Movie, vielleicht ins Kino gehen konnte. Eher ein Theater oder irgendwie irgendwas anderes in der Richtung. Theater kam zu unserer Stadt einmal pro Woche in einem großen Wagen. Sie zeigten alte Nachrichten oder Filme. Theater? Geht's dann doch eher um Lichtspielhaus oder wie dieses schöne Wort dann heißt? Ich ging jede einzelne Woche dorthin, aber Opa nur ab und zu mal. Und he'd only go weeks. Und er ging dann nur für Wochen hin oder jede Woche hin, wenn sie Filme zeigten. Oh ja, ich wusste nicht,
dass ich adoptiert war, bis ich 7 Jahre alt war. Eines der anderen Kinder in unserem Blog erzählte mir das. Ich denke, nachdem Opa mich gefunden hatte, hat er die ganze Stadt abgesucht, um rauszufinden, um jemanden zu finden, der mich vielleicht aufnehmen würde. Das andere Kind aus meiner Straße, aus unserem Apartmentblock, hatte ursprünglich eine Mutter. Und Tenmyoji hatte sie gefragt, ob sie mich auch aufnehmen würde. Ich muss zugeben, ich war ziemlich schockiert, als ich das gehört habe. Es gab nicht viele Kinder mit Eltern in unserer Umgebung. Also als ich hörte, dass jemand mit einer echten Mutter zusammenlebte, war ich ziemlich beeindruckt. Ich war auch irgendwie überrascht, dass Opa versucht hatte, mich bei jemand anderen unterzubringen. Bedeutet das, er wollte mich nicht? Das Kind, was mir von dieser Sache erzählt hatte, war ein echter Idiot. Er war total verzogen und er würde damit angeben, gegenüber jedem anderen, dass er eine Mutter hätte. Er mochte es, zu mir zu kommen, während ich arbeitete, und sagte dann Sachen wie: muss ziemlich schwer sein, keine Mutter zu haben. Es hatte mich nie wirklich gekümmert vorher, aber nachdem ich herausgefunden hatte, dass Opa mich adoptiert hatte, begann ich nachzudenken, dass er mich vielleicht nicht haben wollte. Auf meinen eigenen Beinen stehen konnte und selbst arbeiten konnte, dann würde er mich wahrscheinlich loswerden wollen. Ich hatte Angst, die Wahrheit zu erfahren, also fragte ich ihn das nie. Dann, eines Tages, nahm er mich mit in eine Bar in der Nachbarschaft. Am Tage natürlich. Er ging manchmal dorthin, um Scotch zu trinken, aber ich bin dort vorher noch nie hingegangen. Als wir hineingekommen sind, gingen wir einfach hin zur Theke mit diesem Grumpy Look, mit diesem, was nochmal Grumpy in dem Zusammenhang, verdammte Hacke. Grumpy. Unausstehlich? Nein. Grimmig? Moment. Ihr schreibt es wahrscheinlich gerade schon wieder. Verdammt! Jetzt habe ich oben das mit den Bacon Boobs stehen in der Google-Suche. Ich wollte gerade sagen, seid ihr schneller? Nein, ihr seid nicht schneller. Haha, ich habe noch Zeit. Grumpy. Deutsch. Dankeschön, Ghostery. Ich brauche nicht. Mürrisch. Was haben wir noch Schönes? Muffig, knurrig, reizbar. Mürrisch ist ein schönes Wort. Grummelig. Ja, das kommt alles hin. Das stimmt. Mit diesem mürrischen Gesichtsausdruck, den er immer hat, und ich dachte mir, oh nein, he's gonna make me work here. Er wird mich hier arbeiten lassen, aber ich hatte Unrecht. Ich sah, wie er etwas an den Barkeeper gab, dann nahm er mich hoch und setzte mich neben ihn auf einen Hocker an die Theke. Der Hocker war ziemlich hoch, vor allem für ein 7-jähriges Kind, und meine Beine hingen den Hocker hinunter. Es schien wirklich, wirklich hoch für mich zu sein und ich war ziemlich nervös. Irgendwann kam der Barkeeper zurück mit einem Glas voller Scotch und einem anderen großen Glas mit irgendetwas anderem. Aha, hier kriegen wir das Lieblingsgetränk von dem Kleinen dann jetzt mit, was in den Secret Files drin steht. Als ich mir genauer ansah, war das zweite Glas voll mit irgendeiner Art braunen Flüssigkeit mit einem Schwung Eiscreme obendrauf darin. Es brauchte für mich eine Minute zu bemerken, was es wirklich war. Es war Malzbier, ein Malzbier-Float. Ich hatte vorher noch nie einen gesehen, ich war so überrascht. Malzbier war noch wesentlich teurer als der Alkohol, als der beste Alkohol in dieser Bar. Für mich und die anderen Kinder schien es mehr wie eine
was ist nochmal Urban Legend in dem Zusammenhang, wie eine Vorortlegende zu sein als ein echter Drink. Aber da stand er genau vor mir. Ich starrte das Eis an, das schwebende, das jetzt habe ich schon wieder Float vergessen, treibende. Das treibende Eis, ich war immer noch nicht sicher, wasn't sure it was real. Ich war mir immer noch nicht sicher zu dem Zeitpunkt, ob es echt war. Und dann drehte ich mich um und sah Opa an. Er sah mich zurück an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also drehte ich mich rüber zum Barkeeper. Er hatte sich bereits wieder weggedreht und ging hinfort. Also dachte ich mir, ich müsste das Glas down in front of me on purpose. Dachte ich mir, er musste das Glas mit Absicht vor mich hingestellt haben. Es schien immer noch nicht wirklich wahr sein zu können und ich starrte es immer noch an, als Opa mir sagte, ich solle mich beeilen und es trinken, bevor die Eiscreme schmelzen würde. Seine mürrische Stimme klang wie die eines Engels. Ist das wirklich meins? Er nickte. Die Worte konnten kaum beschreiben, wie genial, wie awesome das war. Ich hatte vorher noch nie Malzbier in meinem Leben probiert. Die cremige Süße der Eiscreme ließ meinen ganzen Kopf ganz leicht und fühle mich lightheaded. Ganz leicht wirken. Ich fühlte mich wie der glücklichste Junge auf der ganzen Welt. Das ist ganz toll, aber wir haben immer noch keine Ahnung, was. Das ist jetzt Tenmyojis Hintergrundgeschichte. Toll. Das ist Quarks Ende eher. Das ist doch durch Tenmyojis Ende, habe ich das Gefühl. Das ist keine Übertreibung. Ich dachte das wirklich. Das Malzbier Float war. Schmeckte super, aber. Aber was mich noch glücklicher machte, war Opa. Als ich wieder zu ihm rüber sah, lächelte er mich an. Ich weiß, das muss schwer vorzustellen sein, aber er tat es wirklich. In diesem Moment interessierte es mich nicht, ob er mich gefunden hatte oder mich adoptiert hatte oder nicht. Moderne Sage? Die Maus im Jumbo-Dead. Was zum Teufel, Thymon? Das sagt mir alles gar nichts. Moderne Sage, okay. Ja, ich kenne Urban Legend als, ich weiß, was es bedeutet, aber eine deutsche Übersetzung ist schon wieder so ein englisches Wort, wofür ich keine direkte Übersetzung kennen würde, deswegen. Er hatte mir ein Malzbier-Float gekauft. Das ließ mich... it made me way luckier than my mother, but had never tasted. Er hatte mir ein Malzbier-Float gekauft. Das alleine machte mich zu einem glücklicheren Kind als das, was eine Mutter gehabt hatte, aber noch nie vorher so ein Malzbier probieren durfte. Natürlich, nachdem wir die Bar verlassen hatten, war das erste Kind, bei dem ich damit angeben würde. Also Opa und ich hielten uns ziemlich gut über Wasser, bis zu dem Kampf. Ich war an dem Tag, hatte ich eine super schlechte Laune. Ich hatte einen meiner Schuhe an dem Morgen zerrissen, kaputt gemacht und ein alter, betrunkener Typ hat mich angeschrien. All der Müll, den wir gefunden hatten an dem Tag, war komplett nutzlos. An dem Tag als der Tag fast vorbei war, hatte ich so sehr keine Lust mehr, dass ich mir einfach irgendwelchen zufälligen Müll nahm und ihn mit nach Hause zurückbrachte. Als ich Opa zeigte, was ich gefunden hatte, runzelte er mit der Stirn, mit den Augenbrauen. Er runzelte! So. Er begann, sich jedes einzelne Ding anzusehen, was ich zurückgebracht hatte, und erklärte mir, warum sie alle nutzlos waren. Ich bin wirklich wütend geworden und brüllte einfach nur, es interessiert mich nicht. Dann ist er wütend geworden und ich konnte es nicht mehr aushalten, also bin ich weggelaufen. Ich war wirklich aufgeregt und ich begann nachzudenken, dass Opa vielleicht mich nur adoptiert hatte. Had only adopted me.
Er hatte mich nur adoptiert hatte, damit ich für ihn arbeiten könnte um Geld, und Geld für ihn machen könnte. Nach einer Weile versteckte ich mich in einem verlassenen Gebäude, aber zu dem Zeitpunkt begann ich mich langsam wieder zu beruhigen und dachte, dass ich vielleicht zurückgehen sollte, um mich zu entschuldigen. Es hatte angefangen, ziemlich stark zu regnen. Daher entschied ich mich zu warten, bis es aufhören würde. Aber das war nur eine Ausrede. Die Wahrheit war, dass ich nervös war. Ein Teil von mir wusste, dass ich etwas falsch getan hatte, aber ich wollte es nicht zugeben. Der Regen stoppte nicht und so saß ich nur da und starrte hinaus auf den bedrückenden grauen Himmel. Ich stellte mir vor, dass Opa reinkommen würde, um mich zu holen. Es regnete die ganze Nacht und er tauchte niemals auf. Ich gab es auf ihn zu warten und entschied, nach Hause zu gehen. Ich war auf dem halben Weg dorthin, als ich jemanden stöhnen hörte. Zuerst dachte ich, ich sollte es ignorieren und mich nicht darauf einlassen, aber als ich hinüberging, sah ich, dass es Opa war. Er war komplett nass vom Regen und ich konnte sofort sagen, dass er hier draußen schon eine lange Zeit unterwegs war. Ich rief ihm zu und er öffnete seine Augen ein bisschen. Er lächelte schwach und sagte, dass er froh war, dass es mir gut geht. Er war die ganze Nacht draußen im Regen unterwegs und hat nach mir gesucht. Ich fühlte mich schrecklich. Opa war so lange draußen im Regen unterwegs, bis er schlussendlich zusammengebrochen ist. Es war schrecklich. Er hatte gehört, wie ich weinte im Regen, aber ich hatte ihn nicht gehört. Also, als ich zum Doktor rannte, versprach ich, dass was bei Gottes Macht ich zuhören würde, bei allem, was Opa mir, that if they would only save Grandpa, Moment, what might be listening, that, ich versprach, dass wenn sie meinen Opa retten würden, würde ich nie wieder ihn oder allgemein nie wieder nach einem weiteren Malzbier Float jemals wieder fragen. Er bekam ein wirklich schlimmes Fieber und seine Temperatur würde sich für Tage nicht wieder senken. Der Doktor sagte, wenn das so weitergehen würde, würde er sterben. Wenn er sterben würde, dann wäre ich wieder ganz allein. Es gäbe niemanden mehr, der sich um mich kümmern würde. Der Gedanke daran, dass es passieren könnte, ließ mich verzweifeln. Zum Glück musste ich einiges von meinem Glück auf Opa übertragen haben, denn eine Woche später ist sein Fieber endlich zurückgegangen. Ich war froh, dass er nicht sterben würde, aber ich war auch ein wenig verängstigt. Was wäre, wenn er sich entschied, dass er nicht ein dummes Kind wie mich in seiner Nähe mehr haben wollen würde? Mein Plan war es, mich zu entschuldigen, sobald er aufwachte, aber in dem Moment hörte mein Kopf plötzlich kurz auf zu arbeiten. Opa begann. Moment. But when the moment. Achso, als der Moment kam, stockte ich. Mein Opa begann zu sprechen und es dauerte eine Minute, bis ich bemerkte, dass er sich bei mir entschuldigte. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Er erklärte, dass er nur ein alter Mann war und dass. That meant he was probably. Und dass er wahrscheinlich irgendwann, früher oder später, sterben würde. Er war streng mit mir, da er wollte, dass er sicher gehen wollte, dass ich es alleine schaffen würde, wenn er einmal fort ist. Aber vielleicht ist er ein bisschen zu streng gewesen. Von all den Dingen, über die ich mir Sorgen gemacht hatte, all the things I'd worry about. All die Dinge, worum ich mir Sorgen gemacht hatte, waren dumm und egoistisch. Opa hielt eine Menge von mir. Er
war so besorgt, dass, als ich weggerannt bin, dass er mir in den Regen gefolgt ist, um nach mir zu suchen. Ich versuchte, mich zu entschuldigen, aber als ich meinen Mund öffnete, fing ich einfach nur an zu weinen. Ich denke nicht, dass ich jemals so viel geweint hatte, seitdem ich ein Kleinkind war. Aber er lächelte mich einfach an und tappte mir auf den Kopf und streichelte mir den Kopf. Ich fragte ihn, ob er jemals bereut hätte, mich adoptiert zu haben. Seine Augen wurden ganz weit und er sagte, natürlich nicht. Er erzählte mir, dass er nach einer wirklich wichtigen Lady suchte und deswegen musste er auf so ziemlich alles andere in seinem Leben verzichten. Aber als er mich aufgenommen hatte und angefangen hatte, mich aufzuziehen, fühlte er sich, als hätte er etwas Verlorenes wieder zurückbekommen. Das war der Moment, als ich entschied, dass ich für immer bei ihm bleiben würde. Selbst wenn er sagt, dass ich es nicht könnte. Quark-Ending? Ist ein Ending. Ja, ne? Ja. Ich klicke das schon mal weg. Tenmyoji-Ending, okay. In Root Beer Veritas. Okay. Die Sache ist, gibt uns dieses Ende jetzt überhaupt irgendeine Information, die fürs Spiel relevant ist? Keine Ahnung. Ja, ne? Betray dürfte dann wahrscheinlich das Tenmyoji Game Over sein, vermute ich mal, weil das Quark Game Over haben wir oben schon gehabt. Ist zumindest das Logischste, oder? Oder das Clover Game Over? Ist das Clover Game Over, weil sie dann abhaut? Müsste ja sein, ne? Weil Dio ja hier abgehauen ist. Also vielleicht ist Clover Game Over. Clover Game Over! Klingt gut. Ja, das wäre auch schön gewesen, wenn er uns mal gesagt hätte, wer Zero denn ist. Ich meine, jetzt finden wir es nicht mehr raus. Super, das wäre das Wenigste, was hättest tun können für mich, alter Mann. Dafür, dass ich dir vertraut habe. So. Ich hatte schon vom Streamer geguckt gehabt, was wir denn danach machen könnten. Hier ganz links kommen wir theoretisch immer noch nicht vorbei, solange ich jetzt nicht den Usernamen und das Passwort rausfinden kann. Wir haben immer noch nur von Case Tod das Milkevoli, aber ich glaube, es fehlt halt die andere Hälfte, also entweder das Passwort oder der Username, von daher kommen wir hier anscheinend immer noch nicht weiter. Ich kann wohl davon ausgehen, dass das beides hier wahrscheinlich Game Overs sind, weil das hier entsprechend aussieht wie ein richtiger Weg und wir hier auf dem Weg Case Ending bekommen haben. Hier sind wir fertig, abgesehen vom Game Over wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch ein Game Over. Durch die Fragezeichen komme ich immer noch nicht durch, von daher müssen wir jetzt sowieso erstmal weiterspielen. Aber der nächstlängste Weg wahrscheinlich ist dann halt hier diese Fragezeichenrunde, wo wir uns entschieden hatten, ursprünglich mit einem Punkt Rest, glaube ich, auf Ally zu drücken, während Alice dann in ihrem Zombie-Zustand zurückgekommen ist und uns betrogen hat und wir dadurch gestorben sind. Ja, ne? Von daher denke ich mal, das ist jetzt ein guter Weg, um weiterzumachen. Vor allem, weil das so aussieht, als würden wir dann hier nochmal auf einen Rätselraum treffen, was dann wahrscheinlich eine gute Beschäftigung für den heutigen Abend wäre, würde ich mal sagen. Schauen wir doch mal. Sesam, schließe dich. Diesmal wirst du mich nicht verarschen, Alice. It's probably a little late to say this, but you know Alice is still in the infirmary. Ja, ich weiß, das denken wir beide. So. Du willst sagen, wir sollten auf Ally drücken. Da Alice ja sowieso automatisch das wählen würde, ne? Ne? Yes. Das denkst du? Ich weiß. Es ist nicht wirklich fair, jemanden zu betrügen, der nicht wählen kann. Denken wir alle.
Lunas Gesicht fängt auf einmal an zu lächeln. Ziemlich komische Sache. Aber um nicht... Ja, und es war wieder der Sonnenschein an einem verregneten, wolkigen Tag. Hm? Ja, Alice ist immer noch eine unserer Hunde, das stimmt. Nee, das Luna-Ende haben wir noch gar nicht gehabt. Obwohl wir einmal diesen Punkt hatten, wo Luna mit uns quatschen wollte, von wegen der Roboter-Sache, wo wir theoretisch Roboter sind. Das könnte ein Luna-Ende werden, wenn ich drüber nachdenke. Vielleicht. Das Nia gibt es noch, Feuerwehrmann. Ihr könnt es eingeben. Genau, Timon hat es schon gefunden. na gut. 10 seconds remain until die üblichen 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nicht wundern, Maddie, das kommt dabei raus, wenn man zu viel Cluster Truck spielt. Das kommt dabei heraus. Da. Betrügen wir die Dame doch mal. Maddie, du hast den Wahnsinn verpasst, also das Übliche, keine Sorge. Has been completed. Naja, Nekos Idee gewesen, genau. Results will be displayed in the warehouse. Da-dum. Thank you for your participation. Ambidex gates now opening. Was Luna jetzt wohl dazu sagen wird. Aber die Tür ist offen hier ganz hinten, von daher ist doch irgendwas passiert. Ich hoffe, Alice ist jetzt trotzdem dahin gegangen und hat auf Betray gedrückt, weil sonst muss ich mich wieder gegenüber Luna rechtfertigen, warum ich auf Betray gedrückt habe. Das wäre blöd. Luna und ich gingen aus dem Raum hinaus. Why? Warum? What happened to it's not fair to betray someone who isn't voting? Was ist passiert mit es ist nicht fair, jemanden zu betrügen, der nicht wählen kann? Ich dachte. Ja, dann guck mal darüber, Bitch. Da war nichts, was mir einfallen würde, was ich hier sagen könnte. Selbst ich verstand nicht wirklich, warum ich auf Betray gedrückt hatte. Es hat sich fast schon unterbewusst angefühlt, als hätte ein anderer Teil meines Gehirns die Entscheidung für mich gemacht. Hallo, das bin ich. Vielleicht war ich von irgendeinem bösen Geist besessen, der meine Finger auf den Betray-Button bewegt hatte, gegen meinen Willen. Ja, hallo, das bin ich. Richtig, nun, ja, wir sollten uns die Ergebnisse ansehen. Really? We already know what they are. Wirklich, wir wissen doch genau, was sie sind. It's just simple math. Es ist nur simple Mathematik. Ich kann Luna nicht noch weinerlich entsprechen, Leute, aber es passt so sehr, habe ich das Gefühl. Der Blick in ihren Augen war schmerzvoller als jeder Schlag, den ich jemals hätte ertragen müssen. Ich drehte mich weg und rannte fast schon zum Projektor hinüber. Alles war besser. Alles war besser, als in diese Augen sehen zu müssen. Ja, ich bin böse. Wie immer. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Zum Glück geht die Temperatur ein bisschen runter. Am Abend, ansonsten wäre das hier mit dem Licht vor mir, mit der Beleuchtung und so weiter wahrscheinlich eine schweißtreibende Sache. Please direct your attention to the results screen. Bitte Betray, Alice, bitte. Ich will eine Begründung haben dafür, dass ich Betray gedrückt habe, bitte. Okay, was haben wir hier nochmal gehabt? Wir hatten Double Betray und... Yeah, Bitch! Double Betray, überall eine Nullrunde, durch und durch. Ja, am Arsch, Leute. Haha. Keiner vertraut dem anderen mehr. Alles für den Arsch. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Das bedeutet, der gute Charon wird dann die Farbkombination nicht mitbekommen, ne? Falls wir jetzt in eine weiße Tür reingehen. Du. Einen neuen Zettel. Na gut, erstmal noch Zettel hinlegen. Brauche ich noch nicht anfangen zu schribbeln. War das mein Arm?
Punkt, Punkt, Punkt. Was? Es war nicht möglich. Ich blinzelte, rieb mir die Augen und sah nochmal hin. Nein. Wie kann Alice Betray gewählt haben? Das ist nicht möglich. Da steht sie. Alice! Dort stand sie im zweiten Raum von der linken Seite. Der Raum hätte eigentlich leer sein sollen. Warum? Meine Gedanken. Was immer. Was ist nochmal Reeling, meine Güte? Das sind schon wieder diese Worte hier. Worte! Warum müssen es immer Worte sein? Das kennt nicht mal Google. Spontane Google-Übersetzung für Grumpy eben. Da kamen 6 verschiedene Übersetzungen im ersten Wort, aber Reeling? Nö, das kennen sie nicht. Das ist selbst Google-fremd. Taumelnd. Meine Gedanken taumelnden noch immer. Ah ja. Reeling drunk ist sturzbesoffen. Meine Gedanken waren immer noch aus der Bahn geworfen. Meine Güte. Diese Worte hier, diese Worte immer. Mein Hirn raste immer noch, war immer noch aus der Bahn geworfen. Wo kamen sie nur her? Als ich versuchte, einen ganzen Satz zusammenzuformen, begannen sie sich zu uns zu bewegen. Ist jetzt die Frage, ist sie im Zombie-Modus oder ist sie nicht im Zombie-Modus? Um mich herum hörte ich einen Chorus von stummen Aufseufzen, nicht Seufzern. Von stummen, genau. Es schien, dass alle vereint wären in unserer Überraschung und Verwirrung. Alice stoppte vor mir und sah sich die Anzeige an. Thought you'd get an easy couple points, huh? Dachtest du wohl, du würdest ein paar einfache Punkte bekommen? Not so easy when you have to look your victim in the eye, is it? Nicht so einfach, wenn du deinem Opfer in die Augen sehen musst, oder? Coward. Feigling. Ach wirklich? Was hast du denn in der anderen Zeitebene gemacht? Hä? Ich bin ein Feigling? Du hast ganz schön Eier, das zu sagen, nachdem du Betray gedrückt hast. Warum bist du überhaupt hier? You gave me the antivirus, didn't you? Du hast mir das Antivirus gegeben, oder? Tenmyoji told me. Tenmyoji hat's mir erzählt. Thank you. Danke. I mean that from the bottom of my heart, honestly. Das meine ich ganz ehrlich. You should still be under the effects of the anesthetic. Aber du hättest eigentlich immer noch unter den Einwirkungen des Schlafmittels stehen müssen. Yes, well, I still am. Ja, das bin ich immer noch. Ein bisschen. I have a throbbing headache and I can barely stand. Ich habe richtig schlimme Kopfschmerzen und kann kaum stehen. Es ist schrecklich. Na, danke schön. I'm more resistant to anesthetics than most people. Aha, woher kommt das denn? Ich bin resistenter gegenüber Schlafmitteln als andere Leute. A result of my training. Ein Ergebnis meines Trainings. I have a feeling Zero Senior knew that. Hat ein Gefühl, Zero Senior müsste das wissen. They gave me way more than the standard dose of that gas when they kidnapped me. Mir haben sie eine größere Dosis verpasst von diesem Gas, als sie mich gekidnappt haben. In any event, a few minutes ago I woke up in the infirmary. Auf jeden Fall bin ich vor ein paar Minuten im Krankenzimmer aufgewacht. Tenmyoji explained what was going on and I got here as fast as I could. Tenmyoji erzählte mir, was passiert oder was los war, und ich kam so schnell hierher, wie ich nur konnte. Also bist du aufgetaucht, nachdem wir in den AB-Room gegangen sind, richtig? Yes. Right in the nick of time, too. Gerade so im letzten Moment. About 10 seconds before the deadline, as I recall. 10 Sekunden vor Ende, soweit ich mich entsinne. Ja, und sie drückt einfach auf Betray, ne? So in dem Sinne, tja, ist egal, was der Typ da drüben macht. Hauptsache, ich sterbe natürlich nicht. Oder ich, ach, egal. Du hast das nur getan, um uns zu betrügen? Right. Natürlich. What? Don't I get to do that? Darf ich das etwa nicht? I mean, it turned out to be the right thing to do, didn't it? Ich meine, es hat sich doch jetzt richtig rausgestellt, oder? You two chose Betray. Ihr beide habt Betray gedrückt. Namda Kizaru. If I'd stayed back there, I'd have lost 2 points. Wenn ich dort geblieben wäre, hätte ich 2 Punkte verloren. So you're saying it was self-defense. Also willst du sagen, es war Selbstverteidigung? Yes. Yo. Du bist so voll Scheiße, Alice. Selbstverteidigung am Arsch. Du hast Betray gedrückt, weil du uns raushaben wolltest.
Du hattest 6 Punkte. Wenn ich Ella gedrückt hätte, dann wärst du auf 9 Punkte gekommen. Das ist der Grund, warum, was du, das ist das, was du tun wolltest, richtig? So what if I was? Tja, was, wenn ich das tun wollen würde? Ist das dein Ernst? Ich will dich schlagen, Schlampe. Du hättest mich umgebracht. Schau, ich habe nur noch einen Punkt. Du warst so kurz davor, mich umzubringen. Tja, gib's doch einfach zu. Du hast es von Anfang an geplant, mich zu töten, damit du ihr abhauen konntest. Don't be stupid. Sei doch nicht dumm. I knew you'd choose betray. Ich hab gewusst, du willst betray drücken. There was... Ja? Sag mir die Wahrheit. That is the truth. Das ist die Wahrheit. Why am I the only one getting the third degree here? Warum bin ich die Einzige, die hier so unfair behandelt wird? Look at those results. Seht euch doch mal die Ergebnisse an. Two other people just tried to kill someone. Zwei andere haben ebenfalls versucht, jemand anderen umzubringen. Ja. Fi und Dio. Yes. If Dio had chosen ally, Fi would have killed Tenmyoji. Wenn Dio auf Ally gedrückt hätte, hätte Fi Tenmyoji umgebracht. Ja gut, wie hoch ist die Chance, dass Dio auf Ally geht, Leute? Ich glaube, im Lotto zweimal nacheinander zu gewinnen in Folge, die Chance ist irgendwie gegebener, als dass Dio auf Ally drückt. Ich bitte euch. And if she'd chosen Ally, Dio would have killed her. Und wenn sie Ally gedrückt hätte, dann hätte Dio sie umgebracht. I don't want to be rude, but it looks like Clover and Kay tried to trick one another. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber es sieht so aus, als hätten Clover und Kay versucht, sich gegenseitig auszutricksen. Not that it seems to have worked. Nicht, dass es funktioniert zu haben scheint. If either one had chosen ally, the other one would have 9 BP right now. Wenn der andere jeweils Ally gedrückt hätte, dann hätte derjenige jetzt 9 Punkte gehabt. Tja, alle haben gute Laune, Leute. Alle haben gute Laune. Ja, Akizaru, wir haben eben das Tenmyoji-Ende gespielt. Ich sah nochmal hinüber zu den Ergebnissen. Vorher hatte ich nur meine eigene Punktzahl angesehen. Ich hatte nicht wirklich bemerkt, dass... Ich hätte nicht wirklich bemerkt, dass es nur ein Wort gab, was das ganze Roster bedeckte. Betray. Was auch immer, wie viel auch immer Vertrauen wir vorher aufgebaut hatten, es ist alles zerbrochen. Jeder verdächtigte den anderen neben sich. Waren es die Bomben? Vielleicht. Schön, dass der LeBron-Command gut ankommt. Oder war es etwas anderes? Punkt, Punkt, Punkt. Was auch immer der Grund war, wenn wir so weitermachen würden, würden wir niemals hier entkommen können. Wir wären auf ewig in einem Kreislauf der Null-Punkte-Runden für den Rest unseres Lebens hier eingesperrt. Etwas musste passieren. Ich schloss meine Augen und atmete tief ein. Okay, Leute, passt mal auf. Ihr habt wahrscheinlich alle schon herausgefunden, aber wir können so nicht weitermachen. Wenn wir nicht anfangen, ein bisschen vertrauenswürdiger zu sein, werden wir niemals hier rauskommen. Wir müssen zusammenarbeiten. Oh mein Gott, Sigma Motivationsrede. Ich hätte auch genauso gut gegen eine Wand reden können. My apologies, Sigma. Meine Entschuldigung, Sigma. But I need to think on something for a bit. Aber ich muss erstmal über etwas nachdenken. I would appreciate being left alone. Melly! Für sowas machst du keine Werbung. Vor allem nicht, wenn das Donation Goal schon voll ist. Das hast du ganz allein geschafft. Darfst dich auf deinen Lorbeeren ausruhen. Aber ich sehe schon, ich muss... Was wollte ich nochmal machen? Irgendwie zwei Dinge wollte ich machen. Den Command für Alex wollte ich einbauen. Noch irgendwas anderes. Fällt mir später nochmal wieder ein. Ich hatte eine Idee in puncto Donations, ich muss langsam mal ein paar neue Dinge finden, die da aufploppen können im Bildschirm. Weil ganz ehrlich, ich
Ich hatte eigentlich eingestellt, dass von 1 bis 5 Euro so ein kleiner Mugel da am Rumtanzen ist zu einem Final Fantasy Siegessong, Leute. Aber es kommen ja immer mehr als 5 Euro, von daher ist immer Michael Jackson am Tanzen. Toll. LeBron, ganz ehrlich. Wenn ich mit Erdbeeren nippel, dann werde ich die selber kochen und euch in die Kamera hier hinhalten. Wenn ich heute schon Erdbeereis gemacht habe, dann schaffe ich auch Bacon Boobs. Ich sehe es kommen. Ich würde am liebsten gerne erstmal was einleimen. Ja, genau, Melly, Siggi und Fido waren auch eine Idee dafür. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Das kenne ich von der Freundin von dem einen Streamer, den ich immer gucke. Die hat dann halt für bestimmte Beträge so eingebaut. Für 1 Euro oder 1,69 Dollar kommt das. Bei einem oder bei 99 Cent kommt das Geräusch und so weiter und so fort. Dann könnte ich irgendwie Siggi und Fido und Kay und alles Mögliche einbauen für später. Muss ich die Stream-Dateien nachher nochmal runterladen von YouTube und zusammenschneiden dafür theoretisch. Oder das Spiel einfach nochmal neu abklippen. Das dürfte eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ja, das ist gut, LeBraun. Wir werden wahrscheinlich sowieso für jede Art von Rollenspiel, die ab jetzt kommen, wahrscheinlich irgendwelche Commands dazu einbauen. Wir haben nachher so eine Command-Liste von 1000 Befehlen, wo keiner mehr die Übersicht haben wird. Ja, danke, Melly. Da hätte ich ja nichts gegen. Das ist ja das Problem an der Sache. Oder es ist wirklich ein Problem. Wer weiß das schon? Dio möchte uns auch verlassen. Halleluja. Delicate Constitution. Für meinen Delikatessenzustand wird das Ganze hier ein bisschen zu stressig. Sorry. Deal. Well, in that case. Ja. Und du, Fire, et tu? Yeah, sorry. Fire möchte auch gehen, na gut. Dann hauen halt jetzt alle erstmal ab, ist mir auch egal. Bin ich gespannt, wie die Farbkombinationen gleich aussehen würden. Ja, ich sehe es schon. Irgendwann mal kommt wirklich das, was befürchtet wurde. Die Sache ist mit PayPal, das haben auch einige geschrieben, man kann mit PayPal das Geld ja wieder zurückholen, theoretisch. Anscheinend ist es bei einigen der größeren Streamern schon öfters mal vorgekommen, dass irgendwie jemand eine große Spende reingehauen hat und danach das Geld einfach zurückgezogen hat und der Streamer bleibt dann auf den Kosten sitzen, weil sich, ich glaube, PayPal dann so eine gewisse Rückbuchgebühr sozusagen dazu holt. Darf man entsprechend dann auf den Kosten sitzen bleiben. Yay. Okay, Melly, ich merk's mir. Muss ich in der Freizeit noch ein bisschen basteln. Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und verließ das Lagerhaus. Dir und Kay folgten ihr schnell. Siehst du? There's your answer. Spendenstream 5000 Fake-Euronen. Aha. Da ist deine Antwort. In the end, everyone's just thinking about themselves. Am Ende denkt jeder nur an sich selbst. So I would appreciate it if you could not treat me like I'm the only villain here. Also würde ich es ganz toll finden, wenn du mich nicht wie den einzigen Bösewicht hier behandeln würdest. Dankeschön. Come on, Clover. Let's go. Hold on, I'm coming. Und die beiden Damen hauen auch ab. Geht's dir gut? I was really worried, you know? Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, weißt du? Ich sah ihnen zu, wie sie hinfortgingen. Clover sprang praktisch vor Freude hinter Alice hin und her. Kaum hatten sie die gelbe Tür erreicht, verschwanden sie darin. Das heißt, ist denn Myoji und Luna und wer ist alles noch da? Hallo Luna, wie geht's dir? Everyone's gone. Alle sind weg. Ja, wie ist es mit dir? Du wirst doch auch nicht auch gehen, oder? No. Nein. Bist du sicher? Ich habe Betray gewählt. I know. Ich weiß. But I still believe in you, Sigma. Yes, Luna! Oh, Luna, verdammt! Wie konnte ich jemals gegen dich Betray drücken, wenn du Zero bist? Was soll ich machen? Ich fange an zu heulen vor Trauer. Das geht doch nicht. Aber ich glaube immer noch an dich, Sigma. I think your hand must have just slipped. Oder so. Ich glaube, deine Hand muss einfach nur ausgerutscht sein oder sowas. Right? Richtig? Meine Brust schmerzte und als ich blinzelte, fühlte ich in den Winkel meiner Augen
Something hot. Etwas Heißes und Feuchtes an den Enden meiner Augen herausströmen. Ich fange an zu weinen. Luna, ich biss mir in die Lippe. Bevor ich darüber nachdenken konnte, was ich sagen wollte, erklang das metallische Gegrummel der Türen erneut durch das Lagerhaus. Ah ja, die schließen sich. The Ambidex Gates have closed. Also das meintet ihr mit Fake-Euros, in dem Sinne 5000 Fake-Euros und das dann zurückgebucht worden. Ah, 300 Euro Schadens ist, wow, das ist übel. Ja, eben, das meine ich damit. Klar kann ich machen, Akizaru. Round 3 of the Ambidex game will be the Star Round. Ihr habt das Gefühl, ich muss sowieso... Aber ich hatte euch ja mal gefragt gehabt, was ihr öfter noch nutzt. Also ob Discord oder Teamspeak. Und bis jetzt war, glaube ich, die Einheit ja eher, dass es Teamspeak war. Von daher können wir gerne machen. Schauen wir erstmal, dass ich Jackbox Party Pack zum Laufen kriege und eine Testrunde mit Abby und Kappe mache. Das dürfte ja noch am ehesten funktionieren. Melly darf natürlich auch schon dabei sein, weil sie das Spiel ja praktisch finanziert hat. Das Sonderrecht hat sie auf jeden Fall. Und danach kann man dann gerne sozusagen die Kandidaten des Abends ins Teamspeak holen. Dann machen wir nicht unbedingt mit 8 Spielern so immer sofort, sondern vielleicht eher erstmal in der Viererrunde oder so. Weil wenn ich 8 Leute oder wenn ich 7 andere von euch ins Teamspeak reinhole, dann sind nur noch 4 Leute im Chat übrig, die sich irgendwie ausgeschlossen fühlen, habe ich das Gefühl. Vor allem Grayskull, der heute noch gar nichts gesagt hat. Der arme Grayskull, das geht doch nicht. Und zumindest habe ich Gray noch nicht schreiben sehen. So. Starkeys are required to open the gates. There is no set limit on usage of the star keys. The Ambidex gates can be opened as many times as the players wish to open them. Ja, ja, wir kennen die Regeln. So oft wir wollen, hä? Huh? Yes, as long as we have the star keys. Solange wir die Schlüssel haben. That means we can keep playing the AB game over and over too. Ja, wir können immer wieder das AB-Spiel spielen, bis wir endlich Punkte haben. Kein Ding, Gray. Achso, ja, das wäre nicht schlecht, LeBron. Keine Ahnung, ich glaube, ich müsste sowieso die Teamspeak Soundspur extra aufnehmen. Jackbox Party Pack Melly ist eine Spielesammlung im Sinne von ja, in so Quizrätsel, wie damals You Don't Know Jack oder sowas wie Buzz oder also damals Buzz für was war es nochmal? PlayStation, glaube ich, kam das heraus, ne? Das übliche in dem Sinne. Aber es sind bekloppte Spiele. Das beste Spiel in dem Zusammenhang ist, glaube ich, noch die Trivia Murder Party, wo man, wenn man falsch antwortet, vom ziemlich psychopathischen Gastgeber gebeten wird, ein Spiel zu spielen, wo man sterben kann. Zum Beispiel darf man dann malen und alle Spieler, die falsch geantwortet haben, müssen malen. Und alle anderen Teilnehmer dürfen dann entscheiden, wer besser und wer schlechter gemalt hat. Und wer schlechter gemalt hat, der ist dann auch weg vom Fenster. So in dem Sinne. Und ganz am Ende müssen dann alle gucken, ja, wie Saw. Es ist im Endeffekt Saw als Rätselrundenspiel, genau. Nee, Melly, ihr könnt mitspielen. Das ist das Gute. Ich bin der Einzige, der das Spiel besitzen muss. Aber ihr könnt per Browser, wenn ich es richtig verstanden habe, per Link, den ich euch gebe und mit einem bestimmten Code, in das Spiel einsteigen, ohne es besitzen zu müssen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Ich poste nochmal ganz kurz, ich habe den Steam-Link gerade noch offen, wer es gucken möchte. Ich denke mal, die Beschreibung im Steam-Store zu lesen, ist besser, als wenn ich es jetzt versuche zu erklären. Aber das ist eins der wenigen Spiele, die ich überhaupt kenne, die wirklich so dermaßen interaktiv ist. Ohne dass jetzt jeder sich hier das ganze das Spiel anschaffen müsste. Wahrscheinlich wie bei Golfit, was ja Abby und Kappe vorgeschlagen haben, wo jeder das Spiel besitzen muss, um mitspielen zu können. Das ist hier nicht der Fall. Anscheinend. Ich muss mich erst damit noch beschäftigen. Genau, das ist derselbe Entwickler, Roger, Quiplash. Und, warte, jetzt muss ich nachgucken. Wie heißt nochmal das andere Ding in dem Spiel? Wo haben wir es denn? Ich könnte jetzt direkt nebenher im Stream kaufen, damit die Spende direkt gut aufgehoben ist. Fibbage, glaube ich, war das auch drin, oder?
Ich schau grad mal. Es sind drin Quiplash 2, Trivia Murder Party, Gespionage, TKO und Faking It. Faking It habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Gespionage, glaube ich, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das ist so eine Sache mit Mehrheitsentscheid. Also wie viele Prozent der Weltbevölkerung haben schon mal in der Öffentlichkeit in der Nase gebohrt. Und der näher an der Antwort dran liegt, der hat dann recht gehabt oder bekommt die Punkte dafür. Aber TKO zum Beispiel kenne ich. Das ist ein Spiel, wo man sein eigenes T-Shirt-Muster entwerfen muss anhand eines bestimmten Spruches, der vielleicht vorgegeben ist, oder eines Themas, was vorgegeben ist. Und danach werden dann alle T-Shirts, die von den Spielern designt wurden, gegeneinander in ein Duell gestellt. Sozusagen Last Survivor, das heißt so lange gegeneinander, bis am Ende einer rauskommt, der alle anderen praktisch besiegt hat. Da kann alles rauskommen, also keine Ahnung, da kann ja irgendwelche komischen Smileys mit einem Pfeil durch den Kopf und irgendeinem dummen Spruch drunter. Da. Ihr könnt Pfeil und ihr könnt Zero Junior malen mit irgendeinem tollen Spruch drunter. Solche Dinge. Oh, ich komme gar nicht mehr nach. Das kenne ich nicht, The Flow. Ich weiß nicht, was du mit dem Domina meinst, also das Spiel Domina. Was meinst du mit C-A-H, LeBron? Was schreibt ihr da gerade? Ich kenne Game Dev Tycoon, aber ich habe es noch nie gespielt und ich weiß nur, worum es im Groben geht. Also Cards Against Humanity, ja, jetzt weiß ich, was er meint. Muss ich mir auch erstmal mal irgendwo einmal angucken. Es ist auf Zeit, Melly, aber es ist eigentlich ein relativ großes Zeitfenster. Also für eine Frage bei der Trivia Murder Party, glaube ich, hat man so eine halbe Minute Zeit zum Antworten oder so. Also darum muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Auch mit Stream-Verzögerung nicht, glaube ich nicht. Domina Pixel Colosseum. Nein, das kenne ich nicht. So. Sigma, could you show me your bracelet? Kannst du mir bitte dein Armband zeigen? Warum? Do you remember what Zero Junior said? Erinnerst du dich daran, was Zero Junior gesagt hat? Achso, ja, andere Farben. Okay, Saru, ich weiß nicht, wie viele das spielen können, aber wir müssen erstmal die 1000 Leute knacken bei diesen Spielen in Jackbox Party Pack. Da können, glaube ich, 1000 Leute plus der Hauptspieler mitmachen. Ja, ich erinnere mich. Lass mal sehen. Ich bin ein blaues Paar. Okay. Dann schreiben wir doch mal. Sigma und Luna. Blau. Paar. Mit wem bin ich denn zusammen? Sie ist ein lila Paar. Okay. Tausend Leute, nein. In der Hauptrunde des Spiels treten nur bis zu 8 Spieler gegeneinander an, sozusagen als richtige Gäste. Wie bei, keine Ahnung, was ist das? Ein. Oh, toll. Jetzt kenne ich die ganzen Quizshows von damals nicht mehr. Wie Jeopardy oder sowas, also aktive Teilnehmer. Aber die anderen Zuschauer im Stream können sozusagen als eine Person zusammengerechnet, wo dann die Mehrheit ausgerechnet wird, auch mitspielen. Oder zum Beispiel entscheiden dann halt auch die Zuschauer mit bei diesem Quiplash, welche Antwort ihnen besser gefällt. Damit können sich auch die Punkte ergeben und sowas. So, weiter. Wir kommen nicht mehr voran hier. Ich frage mich, was die anderen für Paare und Farben und so sind. Es könnte alles Mögliche sein. Wir werden es nicht wissen, bis wir uns das mal ansehen gehen. Wir haben ungefähr, 1 Stunde 20 Zeit. 80 Minuten. Bis sich die nächsten chromatischen Türen öffnen würden. Punkt, 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 Punkt. Die Frage ist, wer sind unsere beiden Partner? Also, was sollen wir jetzt tun? Everyone else has gone off on their own. Alle anderen sind einfach alleine weggegangen. Ja. Physisch und emotional gesehen. Don't like. Es gefällt mir wirklich überhaupt nicht, wie das gerade hier abläuft. Es macht keinen Unterschied, wie oft wir das Spiel spielen werden, wenn niemand dem anderen mehr vertrauen kann.
Wir werden niemals hier herauskommen. Maybe it would help if we all had a common goal. Vielleicht würde es helfen, wenn wir alle ein gemeinsames Ziel hätten. Something to unite our hearts and minds. Etwas, um unsere Herzen und Gedanken zu vereinen. Das klingt irgendwie gut, aber wir haben sowas eigentlich schon. Wir alle wollen hier raus. Das scheint ein ziemlich klares Ziel für mich zu sein, aber jeder hat trotzdem Betray gewählt. Mich eingeschlossen. Well, what if we have an enemy? Nun, was wäre, wenn wir einen Gegner hätten? Einen Gegner? Yes, a common foe. Einen gemeinsamen Feind. Like the person who set the bombs, for instance. Wie zum Beispiel die Person, die die Bomben gelegt hat. Nachdem wir vom Laboratorium zurückgekommen sind, habe ich ihr alles über die Bomben erzählt, während sie Alice und Quark das Accelerator gegeben hatte. Ja, das könnte funktionieren. Wenn wir rausfinden können, wer von uns die Bomben gelegt hat, dann würde jeder versuchen, gegen sie zu arbeiten. Right. Das ist eine nette Idee, aber was würde das bringen? Weil im Endeffekt die Person, die damit zusammengepackt wird in die AB-Rooms, würde dann ja automatisch Betray drücken, um sich selbst zu schützen. Und diejenigen, die gegen diesen jemanden spielen, ich denke an dich, Dio, würden ja auch automatisch Betray drücken, weil sie ihn ja aus dem Spiel haben wollen. Mit Ally geht das ja nicht. Die anderen könnten dann vielleicht untereinander Ally drücken die ganze Zeit. Das könnte klappen. Da hat sie vielleicht recht. Aber wie finden wir raus, wer es getan hat? Do you have any clues? Nun, hast du irgendwelche Hinweise? Habe ich vielleicht irgendwelche Erinnerungen daran? Denken wir mal nach. Ja, das ist es! Die Memory Card! Ich zog sie heraus aus meiner Tasche und hielt sie ihr hin. What's this? Was ist das? Ich hab's doch gerade gesagt, eine Memory Card. Sie war unter der Bombe, die wir im Laboratorium gefunden haben. Ja, wir schieben sie woanders hin. Ich denke, wer auch immer die Bomben angebracht hat, hat sie dort fallen lassen. Really? Wirklich? Yo. Ich denke nicht. Ich weiß allerdings nicht, was da drauf ist. Wir konnten keinen Kartenleser finden. Oh, I guess we can't really use it then. Dann denke ich, können wir es nicht wirklich benutzen, oder? Was ihr da schon wieder für Themen drauf habt, ich verstehe sowieso nichts davon. Und ich werde es auch nicht nachsehen, wenn es spoilerisch für mich sein würde, in Bezug auf zukünftige mögliche Streams dann. Oh! Wait a second. Wart mal eine Sekunde. You know what? I think I might have seen something. Ich habe vielleicht irgendetwas gesehen, was Karten lesen könnte. Hä? Yes, I remember. Ich erinnere mich. The infirmary. Im Krankenzimmer. I saw it when I was searching the infirmary with Dio and Quark. Ich hab's gesehen, als ich das Krankenzimmer mit Dio und Quark untersucht habe. There was a memory card just like that one. Da war auch so eine Memory Card wie diese hier. Dann. Yes. I think we can see what's on it. Ich denke, wir können ansehen, was da drauf ist. The computer there should be able to read it. Der Computer in dem Raum sollte die Karte lesen können. Hurra! Die Karte kennen wir noch nicht. Mal gucken, was jetzt da drauf ist. Ist wahrscheinlich kein Gesprächsfetzen. Hohohohoho! Von der Mars-Crew oder was das nochmal war. sorry, Akizaru. Ja, hier. Das ist etwas untergegangen mit der Frage nach Jackbox. Wie gesagt, wir haben das Temmyoji-Endo bis heute nur erspielt gehabt. Nicht mehr. Bis jetzt. Nam. Luna und ich platzten hinein in das Krankenzimmer, rannten fast dabei hinein in Alice, Clover und Temmyoji. Quark lag, war immer noch da, natürlich, aber wir hatten ihn. Aber er lag genau dort, so wie wir ihn zurückgelassen hatten, schlafend auf dem Bett. What are you doing here? Was macht ihr denn hier? Interessiert mich nicht. Ich öffnete meinen Mund, um darauf zu antworten, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Wenn ich wirklich
wollte, dass die Leute einander, vertrauten, dann müsste ich Real Change Starts at Home. Real Change Starts at Home. Das verstehe ich jetzt gerade nicht im Zusammenhang. So schnell ich nur konnte, erzählte ich ihnen von der zweiten Bombe und von der Memory Card und dass wir hier ins Krankenzimmer gekommen sind, in der Hoffnung, dass wir entdecken können, was auf der Memory Card denn ist. Okay. Then stick it in already. Dann steck's endlich rein! Go ahead. Zitat Clover, 2017. Wie Luna gesagt hatte, war dort ein kleiner Schlitz unter dem Bildschirm, wo genau die richtige Größe für die Memory Card war. Dauerte nur einen kurzen Moment und dann füllte sich der Bildschirm mit was aussah wie einer zufälligen Anordnung von Buchstaben. Ach du meine Güte. Das könnte dezent relevant sein. Lass mal kurz gucken. Wo ist mein magischer Zettel? Ist irgendwo Milke Voli da drauf? Gucken wir doch mal. Ist irgendwo Milke Voli? Da ist MI. Aber sonst nix. Und die Buchstaben wiederholen sich auch gerade, sehe ich. T-O, ne, Rax, Diffe, Mio. Miofpe. Wir haben zwar nicht Milke Voli, aber wir haben Miofpe. Ist das nicht, das ist doch ähnlich, oder? Das könnte ein Dings sein, was wir dann entziffern müssen vielleicht. Was ist das? Six rows, 22 letters each. Sechs Reihen mit jeweils 22 Buchstaben. It looks like the odd rows use one set of letters and the even rows use another set. Sieht so aus, als würden die ungeraden Reihen eine bestimmte Buchstabenkombination benutzen und die geraden Reihen eine andere. In other words, the first two rows just repeat. Mit anderen Worten, wiederholen sich die ersten beiden Zeilen einfach nur. Yeah. Ist das irgendeine Art Code oder so? It doesn't look random to me. Sieht nicht zufällig aus für mich. I think there might be a pattern. I just don't know what it is. Ich denke, da könnte ein Muster drin stecken, aber ich weiß nicht wirklich, was es ist. Was there anything else on there? Ist da noch irgendwas anderes drauf? No, it doesn't look like it. Sieht nicht so aus. Also, ist das alles. Irgendein Kauderwelsch. Herr Alice, du hast noch nichts dazu gesagt vor eine Weile. Was ist los? Does any of this look familiar to you, Clover? Sieht irgendwas von dem ganzen Kram für dich dir vertraut aus, Clover? What do you mean? Was meinst du? Have you seen something like this before? Hast du das vorher schon mal gesehen? Maybe during your training? Vielleicht während deines Trainings? Training? Das heißt, das sind Buchstaben, die für zum Trainieren der Gedankenübermittlung vielleicht benutzt wurden. Das ist. So you do recognize it. Also erkennst du es doch wieder. All right, knock it off, you two. How about you share it with the rest of the class? Wie wär's, wenn ihr beide mal erzählt, was hier los ist? Alice seufzte und streckte ihren Hals von Seite zu Seite. I believe this is an encoded message from a terrorist organization. Ich denke, das ist eine kodierte Nachricht einer Terroristenorganisation. Peng, peng. Peng, peng. Was soll der Scheiß? Nein. Nein. Böses Peng, peng. Jetzt gerade will Peng, peng nicht so wirklich mitspielen, habe ich das Gefühl, Leute. Schau mal kurz, ob irgendwas dazwischen funken könnte. Ich habe aber nichts laufen. Zwischendurch kommt What? Der Ping wieder teilweise nach oben. Na, bleibst du jetzt da, oder? Scheint. Ne, jetzt ist er wieder auf 600. Dann geht er wieder auf 1000. Und dann 3. What the fuck ist jetzt wieder los?
Sieht nicht schön aus, Leute. Wow, überhaupt nicht schön gerade. Heilige Mutter von irgendwas. Moment. Ich schau mal ganz kurz was. Ne, ich bin gerade der Einzige, der PPC, der hier angeschlossen ist. Niemand ist im Netzwerk oder so drin. Ha. Ping, ping, sei brav, komm. Bleib doch mal da. Melinian, oh mein Gott. Jetzt geht das schon wieder los. Werden wir das jemals wieder loswerden? Ich glaube nicht. Ich sag mal nix, machen wir erstmal weiter. Keine Ahnung. Es könnte sein, dass es anders ist als vorher. Ich habe nicht das andere Wort gesagt, ich habe nur anders gesagt. Was meinst du? Eine Organisation, eine Terroristennachricht? They call themselves the Myrmidons. Sie nennen sich selbst die Myrmidonen. Myrmidonen. Aus irgendeinem Grund fühlte sich so an, als hätte ich den Namen vorher schon mal gehört. Ha. Huh. What are the Myrmidons? Was sind das für Typen? Put simply, they're a bunch of thugs who are trying to destroy or dismantle most of human civilization. Um es einfach zu sagen, ist es eine Gruppe von, ja, was nochmal Thug in dem Zusammenhang? Von Idioten, sagen wir es mal so. Gruppe von Idioten, die versucht, die menschliche Zivilisation zu zerstören oder auseinanderzunehmen. So this thing we're looking at. Also das, was wir uns hier gerade ansehen. You think it's theirs? Denkst du, das gehört zu ihnen? Well, they have a number of different codes, but I do think this is one of them. Ich denke, sie haben eine Anzahl von verschiedenen Codes, aber das ist vielleicht einer von ihnen. Heißt das jetzt gleich, geht das nächste Ende auf, weil Sigma von Dio Ende jetzt den Entschlüsselungscode kennt? Die Sache ist, ich habe den Zahlencode noch hier stehen. Nur könnte ich jetzt gerade nicht identifizieren, wie das funktionieren soll mit 7815361098 und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht unbedingt hilfreich, sagen wir es mal so. Peng, peng, hör auf. Was habt ihr da alles schon wieder für Commands? Dann ist die Bombe. It was said by one of the Myrmidons, wasn't it? Dann kommt die Bombe von einem der Myrmidonen, oder? Yes. Yo. Well, I can't say for sure, of course, but it seems likely. Nun, ich kann mir nicht ganz sicher sein, aber es scheint sehr wahrscheinlich. Verdammt, ich habe eine ganze Menge Fragen an dich. Aber lass mich damit mit dieser hier anfangen. Was zum Teufel steht da? I don't know. Ich weiß es nicht. Was? How am I supposed to decode it? Wie soll ich das denn bitte schon dekodieren? I don't have the key. Ich habe dafür nicht den Schlüssel. Without a key, it would take literally hundreds of years to decode. Ja, natürlich, hunderte von Jahren für zwei Textzeilen hier. Ohne den Schlüssel würde es wortwörtlich hunderte von Jahren dauern, das zu dekodieren. What about you, Clover? Was mit dir, Clover? Well, if Alice doesn't know how, I sure don't. Nun, wenn Alice das nicht weiß, dann weiß ich es sicher auch nicht. Ich verstehe. Dann können wir hier wohl nicht allzu viel machen mit. Wir können aber später auf den Code-Kram zurückkommen. Ich habe noch eine andere Frage. Alice Clover, wer zum Teufel seid ihr eigentlich? Woher wisst ihr etwas über diesen Code? That's... Ja. Du hast mir gesagt, dein Job wäre es, die Feinde des Staates zu eliminieren oder sowas in der Richtung. Was für eine Art Job ist das überhaupt?
Ich denke, es ist Zeit, dass du uns mal was darüber erzählst. Ja. Ja. Alle denken dasselbe, sehr gut. Sorry, but I can't. Sorry, mach ich nicht. Warum nicht? Because you might be one of them. You might be the person who set the bomb. Weil du einer von ihnen sein könntest. Vielleicht bist du die Person, die die Bomben gelegt hat. Das ist idiotisch. Natürlich bin ich nicht. Really? And where's your proof? Wirklich, und wo ist dein Beweis? For all I know, you're my enemy. I can't tell you anything. Soweit ich weiß, bist du mein Feind zurzeit. Ich kann dir nichts erzählen. Ich bin nicht dein Feind. Ich bin dein Freund. Ich bin ein Verbündeter. Ich bin ja eben. Ich will nur, dass wir alle hier rauskommen. Nur bitte, sag es uns. Bitte. Wir müssen herausfinden, wer das alles getan hat, damit wir entkommen können. Aber wir haben zu wenig Informationen. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, Leute. Ihr braucht Alkohol im Chat. Ganz definitiv, ihr braucht Alkohol. Fein. Wenn du es uns nicht selbst erzählen willst, dann erzähl mir nur etwas über diese Myrmidonen. Was gibt es sonst noch über sie zu wissen? Ja? I'm sorry. Tut dir immer noch leid. Bevor ich blinzeln konnte, sprang sie los und rannte aus dem Raum heraus. Feigling! Feigerling! Hey, warte, Alice! Ich rannte ihr nach. How long are you going to keep following me? Wie lange willst du mir eigentlich noch folgen? Bis du mir sagst, was ich wissen will. Then why don't you just ask Clover? Warum fragst du nicht einfach Clover? Weil du es vielleicht eher weißt. Clover? You already know she works with me. Du weißt doch bereits, dass sie mit mir arbeitet. Und? Nun, ja. Then why don't you... Warum gehst du da nicht und... Ich wollte es von dir hören. Why? Warum? Das ist eine gute Frage. Erinnerst du dich an die Crew Quarters oder an diesen Garten? Wir sind hier in zwei verschiedenen Runden hineingekommen als Paar. Das bedeutet, ich habe mehr Zeit mit dir verbracht als mit irgendjemand anderem hier. Vielleicht ist das der Grund. Ich denke, ich bin einfach nur neugierig. Ich interessiere mich dafür, was hier eigentlich los ist, wer du bist. What are you talking about? Ah ja, jetzt können wir so eine Pose. Wovon redest du? Aha. Sie drehte sich herum, um es zu verstecken, aber ich konnte noch ein wenig ihre roten Wangen sehen oder wie sie errötete. Wir gingen den Weg hinunter, der bis zu dem kleinen Teich führte. Oh mein Gott.